Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, jetzt muss ich nicht so laut reden. Ja, da bin ich wieder. Ach, Steffi. Hallo Steffi, einen wunderschönen guten Morgen. Da bin ich ja doch nicht alleine. Einen wunderschönen guten Morgen. Wo bleibt die Eule? Warum höre ich keine Eule? Nee, Katsching, ne? Ich habe Katsching reingemacht, wenn jemand was schreibt. Irgendwie funktioniert das wieder nicht. Aber der Rest funktioniert. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe Natascha auch Bescheid gesagt, dass ich streame. Vielleicht ist sie noch, schläft sie noch, weil sie hat ja heute frei und sie braucht jede Minute Schlaf, die sie kriegen kann. Ne? Also deshalb, ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe. Ich rede heute hoffentlich nur über 3D. Das ist für dich, ich weiß, du bist ja in einer Gruppe, wo wir uns auch privat unterhalten und da ist das wahrscheinlich, du kannst es nicht mehr hören, ne? Ja, aber ich muss einfach drüber reden, weil jetzt kann ich euch die Sachen mal so ein bisschen zeigen, so in 3D. Lacher, wo sind die Lacher? Da. Ja, in 3D. Die 3D-Drucksachen kann ich euch in 3D zeigen. Ich habe das nämlich alles mal mitgebracht und Dankeschön für das Willkommen zurück. Genau, ich bin wieder da. Das ist immer ein bisschen komisch. Kennt ihr das? Oder du, wenn man so im Urlaub war und da ganz viel erlebt hat, ja, und dann wieder zurückkommt, ist das so ein bisschen fremd. Ist die Heimat ein bisschen fremd, ne? Man ist da so mit einer Gehirnhälfte noch im Urlaub. Das war natürlich jetzt kein Urlaub, aber es war eine andere Welt. Bei meiner Tochter, mit den Enkelchen und mit dem 3D-Programm, genau. Und zwar war das so, ich finde es interessant, vor allen Dingen, wenn man sieht, was man damit machen kann. Also ich will jetzt nicht, dass irgendeiner von euch da sagt, wow, geil, das muss ich jetzt machen, ne? Nur, dass wir uns da austauschen, weil es gibt Schnittmengen. Es gibt Schnittmengen. Wir werden Überschneidungsmöglichkeiten finden, wo wir das kombinieren können. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, was es da alles gibt. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen und ich kann mir ziemlich viel vorstellen. Ja, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Und jetzt ist bei mir natürlich wieder die Frage, ihr kennt das ja, ihr habt hier dieses kleine Bild oben, ne? Ich habe gerade jetzt endlich Gelmalstifte gefunden, die ich nachbestellen kann. Ja, auch wenn es von Holz ist, ne? Aber das war etwas, wo ich, glaube ich, 7 Jahre oder so danach gesucht habe. Das habe ich endlich. Dann habe ich etwas, wo ich seit 2009, das sind 15 Jahre nachgesucht habe, der Kontakt zu Wow, zu den Wow-Embossing-Pulvern. Da habe ich 15 Jahre nach drauf gehofft, ja. Und jetzt ist es passiert, alles dank Harm übrigens, by the way, ja. Und das heißt, im Moment meine Emotionen und diese Bedürfnisse zu diesem neuen Hobby, sag ich mal, 3D, die ziehen einen so stark dann dahin, dass man alles andere hinschmeißen will. Und das kann ich aber nicht machen. Alles, was Harm betrifft, wird durchgezogen. So, einfach weil Harm seit einem Jahr sich zu einem so guten Freund entwickelt hat, ihr auch, ja, aber Harm ist halt jemand, der sowohl Freund ist, als auch jemand, der, sag ich mal, nicht beruflich, der mit diesem Stempel-Hobby, was wir ja alle betreiben, das auf einer beruflichen Ebene durchführt und den wir nicht einfach hängen oder ich nicht einfach hängen lassen können und das nur dazu. Ne? Nicht, dass ihr denkt so, oh Gott, jetzt macht sie nur noch 3D. Nein. Ja. Ich habe auch hier so ein Päckchen. Ich glaube, das ist von Wow. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Das lag auf einmal hier, als ich gestern Abend wieder nach Hause gekommen bin. Also ich bin noch keine 24 Stunden wieder zu Hause. Und muss mich hier erstmal einfinden. Ich habe dann meinem Mann gestern Abend gebeten, bitte nimm dir mal so eine Stunde, damit ich dir erzählen kann, was ich die letzten 2,5 Wochen gemacht habe. Ich habe mein iPad nicht jetzt hier mitgebracht. Das Programm, da werde ich ein andermal mitarbeiten. Ich möchte in Streams 3D designen. Das haben wir ja auch mit Stempeln gemacht. Da habe ich am iPad mit Procreate gemalt, ne, und am Ende sind Stempel dabei rausgekommen. Oder Emotes oder was weiß ich. Und das hat ja echt Spaß gemacht, weil da wart ihr dabei. Da konntet ihr sagen, ja, das Alpaka hat komische Füße, ne, und sowas alles. Und das haben wir gemacht. Und jetzt machen wir in Zukunft 3D-Design. Ich kann hinter mir der Drucker, den seht ihr jetzt hier nicht stehen, da ist die Steckdose vom Drucker. Haha. Der Drucker fängt, da ist das Filament und der Drucker steht da, ne? Den stelle ich dann noch so in den Hintergrund. Aber einem Drucker beim Drucken zuzugucken, ist das Langweiligste, was es gibt, weil das dauert Stunden. Ich habe hier Teile, die haben 8 Stunden gedruckt, ja, und das kann man nicht streamen. Es gibt Leute, die ja streamen, aber da
will ich jetzt nicht drüber reden. Ich kann den im Hintergrund drucken lassen, damit man sich das vorstellen kann, aber wir werden daran arbeiten, die Modelle zu erstellen und dann, was wir damit machen. Und als das bei mir ganz neu war, habe ich euch ja gefragt, Steffi, meine Mädels, wie ist das denn, was könnt ihr euch denn vorstellen? Da sagtet ihr, ja, so ein Pulvertray für Embossingpulver, geil. Ich hatte gestern eine abgefahrene Idee für Embossingpulver. Nicht, was man mit Embossingpulver macht, sondern wie man Embossingpulver aufträgt. Ja, eine mega geile, abgefahrene Idee. Ja, in Gespräch mit meinem Mann hatte ich, wow, eine Wow-Idee. Ja, die muss ich umsetzen. Ihr werdet vom Stuhl fallen, wenn ihr das seht, ja, was ich damit vorhabe, was 3D ist, was man mit Embossingpulver kombinieren kann. Die Ideen sind endlos, werden hier sprudeln. Ich werde hier designen, da seid ihr dann dabei, weil das ich kämpfe damit. Das ist nicht so. Dankeschön. Das ist nicht so wie damals bei Procreate. Bei Procreate macht man nur schwarze Linien für Stempelvorlagen. Bei dem Nomad Sculpt, womit ich gearbeitet habe, macht man dreidimensionale Vorlagen. Alles 3D. Ja? Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Und super. Für mich super, super schwer. Vielleicht jemand, der 15 ist, lernt das mal so eben so nebenbei, ne? Schüttelt sich das aus dem Ärmel. Aber jemand, der 63 ist, genau, seit 8 Tagen, jemand, der 63 ist, danke schön, Steffi. Der struggelt damit schon a little bit, genau. Der hat schon damit zu kämpfen, genau. Aber wir werden das schaffen, weil ihr werdet es sehen. So, und was will ich heute machen? Erstens mal muss ich mein Päckchen auspacken, was ich von meiner Tochter mitgebracht habe. Zweitens möchte ich das Päckchen auspacken, was hier lag, was hier irgendwie bei mir angekommen ist. Ich hab keine Ahnung, dass da was unterwegs war, das wusste ich nicht. Das hat bestimmt Harm wieder eingefädelt. Ich glaube, das hat Harm eingefädelt, dass hier ein Päckchen liegt. Und was ich noch machen wollte, ist mit euch überlegen, ich will Filament kaufen. Filament ist das Zeug, was aus dem 3D-Drucker unten rauskommt. Das ist ein Wort, das werdet ihr euch merken. Ich habe einen neuen Account gemacht, sowohl auf YouTube, TikTok, Instagram und Threads. Das ist wieder so ein Ding, Social Media, machen wir hier auch zusammen, ihr Lieben. Ja, das ist ja ein Gesamtpaket noch heutzutage, ne? Mit dem Namen Filament Fairy. Auf YouTube ist es die Filament Fairy, da rede ich auch noch ein andermal drüber. Aber auf Insta war der Name nicht mehr frei, da musste ich mich Filament Fairies nennen. Filament ist das Zeug, was aus dem 3D-Drucker rauskommt und Fairy ist halt für Fee. Darum werde ich den Namen nochmal ändern, weil ich möchte, dass der überall gleich ist. Und ja, ich hätte recherchieren können, aber am Handy unterwegs aus der Fremde alle Plattformen durchzuchecken, ist ein bisschen tricky. Deshalb, er war auf YouTube frei, da habe ich ihn sofort genommen, Filament Fairy. Aber das wird noch geändert. Merkt euch das nicht, ja. Weil wir werden das dann auch alles begleiten. Da möchte ich auch Videos machen. Im Moment bin ich halt noch ein Schüler. Ja, da kann ich niemandem was erklären. Aber ich denke mal, allein dadurch, dass jemand das begleitet, dass jemand etwas sich beibringen will, lernt man ja schon was, ne? Genau, aus meinen Fehlern lernt ihr. Haha. Gut, jetzt packe ich erstmal aus, was ich bei meiner Tochter gemacht habe. What? Espresso Shot. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Ich danke dir. Oh, diese wunderschönen Emojis. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Schon im zweiten Monat. Espresso Shot, genau. Heute geht es um 3D-Design. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich bin hier auf Twitch. Ja, auf Twitch. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man mit Themen, die junge Leute interessiert, absolut richtig liegt. Das heißt, wenn ich Stempeln und 3D-Design miteinander kombiniere, ja, wird das nicht sein, was jetzt nicht heißt, dass meine Stempelmädels auf YouTube da zu alt für sind, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich weiß aber, dass hier auch garantiert ein Interesse für 3D besteht. So, jetzt fange ich mal an mit meiner Box. Ich habe hier so eine Box, warte mal, Tisch, auf die Szene umschalten. Ich habe hier eine Box mitgebracht und das ist die Box, die ich mit meinen Werken bei meiner Tochter. Ich habe einiges nicht ausgedruckt oder meine Tochter hat mir das nicht ausgedruckt, weil die Modelle, die ich gestaltet habe, nicht gut genug waren. Da waren noch Fehler drin und so weiter und so fort. Zum Beispiel mein allererstes Werk ever. Das war ein Kackhaufen. Warum habe ich einen Kackhaufen gemacht? Weil mein jüngerer Enkel total, der hat auch so ein Emoji-Kissen. So ein Kissen als Kackhaufen. Der liebt Kackhaufen total.
Kindern. Genau. Und dann habe ich gedacht, tust du ihm mal einen Gefallen und zeigst ihm, was man so machen kann mit diesem Programm, habe ich einen Kackhaufen gestartet. Das fand er auch super witzig. Aber wir haben uns mittlerweile über den Kackhaufen hinaus entwickelt. So, also. Ich habe das gestern meinem Mann gezeigt und versucht, ein bisschen chronologisch vorzugehen. Ihr seht hier alles auf einmal. Ich werde hier alles rausnehmen und eins nach dem anderen erzählen. Aber da unten sind auch noch Sachen. Ich versuche... Oh, Entschuldigung, ich muss mal eben die Nase putzen. Weil Nase hochziehen ist ja eklig. Dann schalte ich mal gerade den Ton aus. Da sind wir wieder. So. Wo lasse ich das denn jetzt? Igitt. Man sollte meinen, ich bin erkältet, stimmt nicht. Ich sitze hier in einem ungeheizten Zimmer, habe aber eine dicke Decke um und mir ist muckelig warm. Aber ja, es wird sich alles demnächst noch umstellen. Wir haben hier Veränderungen am Haus geplant. Da kann ich aber jetzt noch nicht drüber reden, weil das alles noch Zukunftsmusik ist. Und dann schauen wir mal. Also ich werde hier in meinem Zimmer sitzen bleiben. Alles wie immer. Nur wir müssen an der Heizung was ändern. Wir müssen mit der Heizung gucken, wie wir das machen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. So, hier sind jetzt so Schrubbel, tralala. Was war mein erstes? Ich habe das ja meinem Mann gestern alles erklärt. Es sind hier Teile drin, die nicht die ersten, wie gesagt, der Kackhaufen war das erste. Was kam dann? 3D, der Geist. Am Tag 1 Kackhaufen, am Tag 2 habe ich an so einer Schachtel gearbeitet. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Das muss ich dann ans Ende stellen, weil das für die fertige Schachtel möchte ich euch als letztes zeigen. Was kam nach dem Kakaolaufen? Was? Hier, der Geist. Der Geist. Der Geist war eine... Ne, Moment. Oh, ich meine, es kann euch egal sein, was nach dem Kakaolaufen kam. Mir aber nicht. Das kam als zweites. Die Schachtel. Der Geist. Der Roboter. Nee. Das war dann das nächste. Gut, wenn ich jetzt nicht chronologisch vorgehe, ist auch egal. Das war der Geist. Und zwar habe ich dann hier eine Übung gemacht für etwas, was beim 3D-Druck häufig vorkommt, nämlich Flexis oder Joints. Nagelt mich nicht auf die Begrifflichkeiten fest. Ich werde mir noch so ein Lexikon machen. Alles, was ich heute erzähle, habe ich in den letzten 2,5 Wochen gelernt. Und ihr könnt euch vorstellen, mein Kopf war manchmal kurz vor dem Explodieren. Ja? Und es ist nicht alles hängen geblieben. Das Euter. Stimmt, du hast... Ja, weiß nicht, war der Euter davor oder danach? Hey, du bist gut. Das Euter, war das davor oder danach? Entschuldigung. Und danke. Und nicht, dass ich jetzt krank werde, obwohl mir ist es lieber, ich werde jetzt krank, als ich bei meiner Tochter war. Wo ist denn jetzt der Euter? Den habe ich hier. Da. Da ist der Euter. Genau, da kann ich auch was zu erklären. Dann mache ich jetzt den Euter. Oh, nochmal Nase putzen. Und ich habe auch meinen Papierkorb. Ja, das hört sich nicht gut an. Es ist aber, ist temporär. Ich bin nicht erkältet, das würde ich merken. So, das Euter. Jetzt hat sie euch schon den Gag verraten, ne? Ja, aber ich glaube, jeder hier hat den Gag schon gekannt. Außer vielleicht jemand, der hier ganz neu ist. Ich mache mal die Nahaufnahme an. Die kommt mir jetzt gerade gelegen. Weil jetzt kann ich euch den Euter zeigen. Das ist das Euter. Da wollte ich Ohrringe machen. Oh, ich habe auch noch andere Ohrringe gemacht. Die kann ich euch parallel dazu zeigen. Und dann draußen hinlegen, damit ich weiß, dass ich die schon gezeigt habe. Ich habe nämlich jetzt meine Sachen so oft gezeigt jemandem, dass ich, nicht so oft, eigentlich zweimal, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, was ich schon gezeigt habe und was nicht. So, das ist ein Perlenohrring. Ich wollte einen Ohrring machen für meine Tochter. So, und bei dieser Ohrringgeschichte habe ich Miniaturen gemacht. Da lege ich den Roboter gleich mal dazu. Ne, das sage ich gleich was zu.
Dann wollte ich so einen Ohrring machen. Ich wollte eine Kugel formen. Und als ich eine Kugel hatte, dachte ich, oh, da machst du unten Sitzen dran. Und bäm, hatten wir einen Euter. Das sieht man hier ganz gut. Den habe ich unten sogar dunkler gemalt. Ich habe den angemalt. Ja, ich habe den hinterher angemalt. Ich male auch viel an. Das ist auch noch was. Da werde ich noch ganz oft drüber reden. Gleich. Ja. Entschuldigung. Das ist der Euter, der ist unten dunkler gemalt, ne? Und der ist hier dann so hautfarben angemalt. Das Original war irgendwie so eine komische Farbe, wo meine Tochter noch Filament übrig hatte. Und dann habe ich den angemalt. Was hier bei dem Euter die Herausforderung war, war eine Kugel in zwei Hälften zu teilen. Man kann eine Kugel nicht drucken. Nur mit Tricks. Da rede ich auch noch mal drüber. Ich zeige euch auch noch diese Tricks, die kommen heute noch. Mit zum Beispiel entweder mit Stützen, dass man das Modell abstützt, da habe ich auch welche dabei, gleich zum Zeigen, oder dass man das Teil in zwei Hälften teilt, dass man zwei Halbkugeln druckt, und zwar von der breiten Seite von unten nach oben zu der Rundung, ne? Und das hier ist in zwei Hälften. Das sieht man auch, wenn man es, da sieht man es zum Beispiel gar nicht, aber hier sieht man so ein bisschen, ne, dass das zusammen, Moment, dass das zusammengesetzt ist aus zwei Hälften. Hier sieht man es ganz gut. Ne, da ist so eine Naht. Wenn ich jetzt aber mehrmals mit Farbe darüber gehe, sieht man das nicht mehr. Außerdem sieht man die Naht nur, weil ich das Durchschneiden nicht gut gemacht habe. Wie gesagt, ich übe mit dem Programm und das war irgendwie Tag 3 oder so, wo ich mit dem Programm geübt habe. Und darum sieht man das noch. Ich kriege das noch hin, dass man das nicht mehr sieht. Das ist, weiß ich, das kriege ich hin. Das ist nicht schwer. Ich war halt noch ein Anfänger hier, ne? Und das ist einfach so ein geiler Ohrring. Den habe ich leider nur einmal gedruckt. Den werde ich aber hier nochmal drucken. Also, ich schwöre. Ja, ich habe ja die Datei, ne? Und dann kann man den als Perlenohrring nehmen. Dann sieht es aus von weitem wie ein Perlenohrring. Und wenn ihr herangeht, sieht, dass es ein Euter ist. Genau. Ich werde die auch nochmal überarbeiten. Das mache ich alles mit euch dann. Mit euch zusammen. Dann wollte ich Ohrringe machen in einer Tasse. Kleine Tassen. Das ist eine Übung mit dem Töpfertool. Ich nenne das Töpfertool. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich weiß jetzt auch den englischen Namen nicht. Ich sehe immer, wo die in dem Programm sind. Es gibt bestimmte Tools und Pinsel und so, mit denen man formen kann. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, eine Form wie auf einer Töpferscheibe zu drehen. Und dann habe ich hier diese Tasse gemacht. Die hat ein Gesicht. Das muss ich noch anmalen. Zum Anmalen sage ich auch noch was. Ne, und die hat hier diesen Henkel und oben so einen Aufhänger. Was ich hier gelernt habe, ich habe das hier in groß gemacht, ne, auf dem iPad. Und wenn man etwas runterskaliert, wird natürlich alles dünner und kleiner. Ist logisch. Ne, aber da brauche ich noch Erfahrungswerte, wie viel dünner und kleiner. Und hier, das war meine erste Öse, die ich gemacht habe. Und die ist viel zu dünn. Die würde so nicht halten. Ich will ja Vorlagen machen, die dann jeder, der einen 3D-Drucker hat, sich ausdrucken kann. Mein Ziel ist, Vorlagen zu machen. Oder aber solche Dinger zu verkaufen. Das weiß ich noch nicht. Aber hier diese Öse ist zu klein und der Henkel ist viel zu dünn geworden. Wenn ihr hier seht, der hat hier oben so eine, ja, man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, aber ihr seht, der ist ein bisschen krumpelig. Das ist, weil der Filamentdrucker, der kann nicht zaubern, ja. Der kann nicht so winzig klein drucken wie zum Beispiel ein Resin-Drucker, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das werde ich noch verbessern. Das Gesicht ist schon richtig super geworden. Das könnte ich mehrfarbig drucken. Das geht. Nicht mit meinem Drucker. Sage ich auch noch was zu. Mein Drucker ist einfarbig. Der von meiner Tochter mehrfarbig. Darum kann man da auch mehrfarbig drucken. Ich habe aber keine Mehrfarbdrucke hier, weil ich das nicht wollte. Ich wollte ja einfarbige Drucke üben, weil ich ja nur einen einfarbigen Drucker habe. So. Also habe ich alles angemalt. Dann dieser Roboter hier war auch noch so eine Ohrring-Idee. Da sage ich gleich was zu. So, jetzt kommen wir wieder auf den Tisch, weil ich hatte gerade den Geist. So. Das war auch eine frühe Übung für Joints. Joints sind Verbindungen zwischen zwei Teilen, die sich bewegen. Ihr seht, ne, wenn ich den hier baumeln lasse, der baumelt. Und na, es ist ein Geist und nichts anderes. Merkt euch das. Ja, ich weiß, an was jeder denkt, wenn er das Ding hier sieht. Auf jeden Fall ist der auch angemalt. Der war ursprünglich so in so einem braunen Ton. Wo sind meine Schachteln? Ich habe so einen Filamentton hier als Schachtel. Hier, das ist dieser Ton, ne, mit dem alles hier war. Von den Testen meiner Tochter für mich, die ich dann angemalt habe. So, und das ist ein Joint. Ein Joint ist, wenn hier so eine Art Verbindungsstück, so ein Gelenk ist. Hier sieht man das ganz gut, weil der hinten offen ist. Warum ist der offen? Weil ich kann keinen runden Geist drucken. Der muss irgendwo aufliegen auf dem Drucker. Der hat hier auf dem Drucker draufgelegen. Seht ihr, auf dieser geraden Platte. Alles wird auf so eine Platte gedruckt.
Und hier hat der aufgelegen. Und darum ist das hinten abgeschnitten. Ich hätte den auch von unten drucken können, dass das hier aufliegt, aber dann hätte ich kein Gelenk machen können. Genau. Aber hier ist so ein Gelenk und damit sind ganz, ganz viele Modelle beweglich gemacht. Ich zeige euch mal hier den Drachen, den die Natascha, bei mir bestellt hat, von meiner Tochter. Das ist ein Modell, was meine Tochter gedruckt hat. So ein kleiner Drache. So ein niedlicher Drache, so ein Chibi-Kawaii-Drache. Und der hat, wie ihr hier seht, bewegliche Flügel und einen beweglichen Körper. Und das ist auch mit solchen Gelenken gemacht. Und um das zu lernen, wie das geht mit diesen Gelenken, habe ich diesen Geist hier gemacht. Das hat auch, ich war sehr begeistert, dass ich das hinkriege. An Tag 3 oder 4 oder so. Ja, da habe ich diesen Geist gemacht und danach dann als O-Ring-Version diesen kleinen Roboter. So, und den machen wir wieder mit der Nahaufnahme, um euch das zu zeigen. Der hat auch ein Gelenk. Und das sieht man nicht. Das ist verborgen in seinem Inneren. Ne? Der hat hier im Kopf, hat der so ein Gelenk, wie ich das bei dem Geist gemacht habe. Und der ist beweglich. Ich habe den angemalt, da ist schon Farbe abgeplatzt. Das Anmalen ist noch etwas, was ich auch noch lernen muss. Das machen wir dann ein andermal. Dann möchte ich aber gleich das das ist kein Spermium. Ja, jeder sagt das. Ich habe es verkackt, ich weiß. Ich habe die Form scheiße gemacht, dass sie doof aussieht. Aber es war halt eine Übung, ne, für das Gelenk und das hat auch echt geklappt. Der kleine Roboter hier, der hat ein Gelenk und das ist so winzig klein, aber es funktioniert total gut. Und der war auch so braun. Ich habe den dann so Roboterfarben angemalt. Ich sage jetzt was zum Anmalen, bevor ich das vergesse. Guck mal, wie klein der ist. Also das wäre ein richtig geiler Ohrring, der auch baumelt. Hammer, ne? Also ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich habe dieses Modell ja noch. Ich werde dann oben noch eine Öse dran machen und dann mache ich mir Ohrringe draus. Ihr werdet es erleben. So, Thema anmalen. Also ihr seht ja, dass hier viele Modelle angemalt sind. Das zum Beispiel nicht. Das ist so gedruckt. Ne, das ist auch angemalt. Da habe ich einfach weiße Punkte drauf gemalt. Ne? Das Anmalen, ich versuche es mal in einem Video, werde ich es zusammenfassen. Für mich ist dieses 3D, hat 3 oder 4 Aspekte. Erstens mal das Programm, das 3D-Programm, mit dem ich das hier entwerfe. Dann geht das 3D-Programm an das Slicer-Programm. Ein Slicer-Programm ist das Programm, was die Daten für den Drucker umarbeitet. Weil der Drucker braucht Daten, wie er so im Kreis rumdruckt. Die drucken ja Schicht für Schicht. Schicht für Schicht. Ne? Diese Filamentdrucker. Das ist das Programm, was das in Daten für den Drucker umwandelt. Und das Programm, da kann man auch wieder Einfluss nehmen auf das Modell. Das habe ich bei meiner Tochter gesehen. Bekommt der auch Augen? Ja, ja. Der kriegt auch noch ein Gesicht und alles Mögliche. Das machen wir dann noch. Ne? Genau. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich da mit einem Stempel arbeite. Schnell weg. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Genau. Hier der bei dem Geist, die Augen, die waren aufgedruckt. Also nicht in schwarz, das habe ich angemalt, sondern so erhaben, ne, dass man die fühlen kann. Das zeige ich euch aber in der Datei noch. Nur nicht heute, das wird viel zu viel sonst. So, Programm, um das zu entwerfen. Dann das Slicer-Programm, wo man die Daten an den Drucker gibt. Und da kann man zum Beispiel auch noch bestimmen, wie fein das gedruckt wird, dass man unten was abschneidet, dass man irgendwo was abschneidet, etc. Also da gibt es auch wieder Parameter und da stellt man ein, mit welcher Temperatur und welcher Geschwindigkeit das gedruckt wird. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Das ist so viel. Puh, ich sage ja, mein Kopf explodiert. Das dritte ist dann hat man es gedruckt. Ja, welches Filament nimmt man? Und ich habe im Moment noch nicht so viele Filamente, deshalb muss ich gleich welche shoppen. Ne, da könnt ihr gerne mitgucken, wenn ich shoppe. Ich gehe shoppen. So, mit euch. Ich hab da einen Laden, wo ich was haben will. Aus Gründen. Das werde ich alles noch erklären. Dann habe ich das Filament, muss ich entscheiden. Und dann ist das Ding ausgedruckt. Und dann möchte ich es lernen, wie ich das anmale. Und dann kommen wir in diese Richtung Modellbau. Ich habe auch in diesen 2,5 Wochen mit jemandem, der ganz krass Warhammer-Figuren anmalt, diese Tabletops, das sind diese ganz kleinen Figuren, mit denen man so Spiele spielt, Strategiespiele, ja. Und mit dem habe ich gesprochen,
Der hat mir erzählt, dass diese kleinen Figuren mit Resin gedruckt werden. Das müsst ihr euch nicht merken, vergesst das sofort wieder. Und mit Filamentdruckern druckt man dann so größere Sachen wie Mauern oder Fußboden oder was oder Felsen oder was weiß ich, wo dann diese Strategiespiele auf dem Tisch stattfinden können. Tabletop heißt auf dem Tisch auf Deutsch. Und mit dem habe ich gesprochen und habe ganz viel gelernt, was Farben angeht, weil es gibt Grundierungsfarben und Farben für diesen Zweck, für jeden Zweck, für alles Mögliche. Das habe ich damit auch vor, dass ich dann, und dann jetzt kommt mein, ne, ich hatte Acrylfarben dabei bei meiner Tochter, ja, und kann ja eigentlich ganz gut malen, bin aber hier an Probleme gestoßen, die hatte ich noch nie, weil ich noch nie auf Filament gemalt habe. Das ist dann Modellbau oder Warhammer, Tabletop, was weiß ich, Malerei, das werde ich auch noch lernen. Auf meine Tage muss ich noch ganz viel lernen und ich liebe es. So, das war dann die Übung zu den Joints, zu den beweglichen Teilen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Das ist ein Thema für sich. Können wir eine Woche lang drüber streamen und ich bin immer noch nicht am Ende. Dann habe ich weiß es nicht mehr genau, Steffi kennt das besser, in der Reihenfolge den Vogel, den Raben hole ich jetzt mal raus. Nicht, dass ich was vergesse hier. Den Rahmen gemacht. Meine Tochter hatte mir eine Designerin gezeigt, die auch Tiere macht mit beweglichen Teilen und die hatte auch einen Rahmen, eine Vogel gemacht, aber ganz anders. Ich habe den komplett neu gemacht. Ich habe nur die Idee übernommen, dass die Flügel beweglich sind. Das sind auch wieder Joints. Die sieht man hier, warte mal. Die sieht man hier ganz gut, diese Joints, ne? Wo das dann sich verbindet, wo das in dem Körper angehängt ist. Und das habe ich dann auch geübt, wie das mit dem Flügel geht, den Vogel zu gestalten, den Schnabel. Wobei ich an dem Tag schon wusste, dass man keine waagerechten Linien machen darf. Ich hätte den Schnabel nicht spitzer machen können, weil es dann nicht druckt. Waagerechte Sachen kann man nur mit einer Stütze drucken und das wäre hier unnötig gewesen. Also ist der Schnabel hier sehr stumpf. Der Winkel ist sehr stumpf. Ne, der geht ziemlich schräg nach oben, damit der Drucker das drucken kann. Also die Drucker haben ihre Regeln, aber das muss man lernen und das ist dann Erfahrung. So, dann habe ich den gedruckt und der war komplett schwarz, so wie hier von unten zu sehen, die Flügel. Ne? Und dann habe ich den mit Dry Brush angemalt. Das ist das allererste Mal, dass ich Dry Brush Technik benutzt habe. Ich kenne die Dry Brush Technik, habe ich schon beim Andy Skinner gesehen, wie der das mal gemacht hat. Dry Brush ist, man nimmt einen Pinsel, eine so eine Art Borstenpinsel, keinen mit feinen langen Haaren, mit denen Aquarell macht, so eine Art Borstenpinsel oder irgendeinen breiten Pinsel und macht da ganz, ganz, ganz wenig Farbe dran. Darum Dry, trockener Pinsel, Dry Brush. Trockenpinseltechnik und ganz wenig Farbe und geht über einen Untergrund. Der Sinn ist, dass so wenig Farbe dran ist, dass nur die hervorstehenden Teile Farbe abbekommen. Und das ist bei dem Vogel hier auch. Da seht ihr, die Federn, die ich so gestaltet hatte, haben was abgekriegt. Aber ich fand es sehr schwierig. Ich habe noch mehrere Drybrush-Sachen, zeige ich euch gleich. Ich fand es sehr schwierig, das Drybrush auf dem Filament aufzutragen, wobei ich keine Erfahrungswerte habe. Ich habe noch nie Drybrush gemacht. Ja. Ich fand aber das schwierig, weil die Farbe, die Acrylfarbe, die ich benutzt hatte, war auch suboptimal. Immer sofort überall hängen blieb, so Flecken ergeben hat. Das war sehr schwierig, das irgendwie hinzukriegen, dass das halbwegs gut aussieht. Der Vorteil ist beim Anmalen aber von 3D-Modellen, dass man dann mit Schattierungen arbeiten kann. Zum Beispiel der Schnabel hier, den hätte man so nicht drucken können. Melo, einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe. Eine Babs, genau. Zurück aus dem Urlaub bei meiner Tochter. Den Schnabel hätte man so mit so einem Farbverlauf wie hier nicht drucken können. Ja, der Schnabel wäre entweder gelb oder orange oder rot gewesen, wenn man den bunt gedruckt hätte. Aber hier habe ich den halt mit Schattierungen angemalt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wenn ich meine Modelle demnächst anmalen werde, brauche ich eine Lupenlampe. Eine Lupenlampe, weil ich mit Brille trotzdem nicht mehr so fein sehen kann. So. Das ist dann die zweite Version von dem Vogel gewesen mit anderen Augen. Warte mal, sieht man das hier jetzt besser? Ja, mit anderen Augen. Ihr seht, der hat jetzt ganz große Augen bekommen. Der hier hatte nur zwei kleine Löcher drin. Das sieht jetzt komisch aus. Die Kamera ist super scharf und zeigt so ein Moiré-Muster, was es gar nicht gibt. Naja, ich habe auch beim Fotografieren der Modelle manchmal komische Effekte gehabt, die gar nicht da sind, aber es ist die Kamera dann halt, ne? So, das war jetzt eine Änderung an dem Vogel. Ich habe dem hier an den Flügeln ein bisschen andere Federn gegeben. Das sieht man kaum, aber die sind ein bisschen weiter raus, stehen die.
Hier dann noch ein paar Linien reingemalt. Das sieht man auch nicht. Die Augen stark verändert und der Schnabel ist größer geworden. Nur wobei mir der erste Schnabel besser gefällt. Man kann den Schnabel nicht nach unten biegen lassen, weil der Drucker sonst Supports braucht. Zeige ich euch gleich alles noch. So, ihr seht hier, die Flügel sind dicker geworden. Meine Tochter wollte dickere Flügel haben, wobei ich das nach wie vor sage, die dünneren waren schöner und ich habe leider die Datei nicht gespeichert. Dann habe ich die Flügel dicker gemacht. Dadurch ist aber auch der Joint hier dicker geworden und lässt sich ganz schwer bewegen. Und dann habe ich erst gedacht, oh, Fail. Nein, the Fail is a feature. Weil jetzt bleiben die stehen, bei dem hier nicht. Die fallen immer wieder runter. Ja? Also der kann flattern, ne? Aber wenn ich den hinstelle, fallen die Flügel runter. Wenn ich den hinstelle, bleiben die Flügel oben, weil die Joints so eng sind. Krieg sowas mal absichtlich hin. Never. Das kriegt man nicht hin. Das war Zufall. Aber ich liebe es. Also ich liebe es, dass die Flügel stehen bleiben. Ja. Na, das ist normal. Das sind die Schichten vom Druck, die du da siehst. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, meine Liebe. Das hier sind die Schichten. Das sind so diese Ebenen, in der der Drucker druckt. Ne? Aber ich habe hier siehst du auch die Schichten. Ich hatte aber gerade so einen Effekt, dass der, guck mal, so ein Moiré. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich sehe hier auf meinem Rechner so ein Moiré. Seht ihr das? Hier sieht man es ganz stark. Wie sich das bewegt. Und dieser Moiré-Effekt, das ist in der Realität nicht zu sehen. Das ist, weil die Kamera auch mit Zeilen arbeitet, glaube ich. Und wenn die Zeilen mit den Zeilen, ne, wenn sich Zeilen überschneiden, dann gibt es einen Moiré-Effekt. Und das passiert hier gerade bei dem Rahmen. Das meinte ich. Man sieht Muster, die wirklich nicht drin sind. Diese Muster, ja, das ist, ja, hier habe ich drüber gemalt. Hier oben am Kopf siehst du diese Kreise. Und das sind die Schichten, genau. Das ist einfach der Drucker, klar, der druckt in Schichten. Und manchmal sieht man die. Ja, das ist, weil die Kamera ein bisschen Probleme mit hat. Genau, ganz genau. Das fand ich aber interessant, das habe ich so noch nicht gesehen. Das, warte mal, vielleicht kann ich das machen. Hat die Kamera Lampe? Ich probiere jetzt gerade mal aus, ob man das mit... Ne, mit der Lampe ist es immer noch. Also brauche ich die Lampe nicht. Okay, alles gut. Das war interessant, hatte ich so noch nicht, weil ich meine Modelle noch nicht gefilmt habe. Nur mit dem Handy und... Na, frag nicht. So, was kam danach? Ich glaube, dann kam die Schnecke. Dann hatte ich das mit den Joints gelernt, ja, wie das geht. Und dann wollte ich was zusammensetzen. Das erzähle ich euch sofort. Moment, erstmal zusammen. Hier, dann habe ich eine Schnecke. Ich wollte eine Schnecke mit einem Zauberhut haben. Ach, Melo, ich erzähle gerade, ich war 2,5 Wochen bei meiner Tochter und die hat neu 3D-Druck. Ja, die macht das jetzt seit einigen Monaten und ist da schon richtig, richtig versiert, ja, wie man Dinge druckt. Und ich wollte lernen, wie man die designt. Und darum hat meine Tochter mir, ich hatte mein iPad dabei, mir gesagt, es gibt ein Programm fürs iPad, das Nomad Sculpt. Vielleicht kennst du das. Und ich habe das Gefühl, ich bin der Letzte auf dem Planeten, der sich einen 3D-Drucker besorgt hat. Ne? Ich habe einen alten, abgelegten von meiner Tochter bekommen, ihr Erstlingsdrucker. Der steht hinter mir auf dem Tisch, sieht man jetzt nicht. Aber um damit arbeiten zu können, ich muss erstmal fix mein Fellkind lüften. Bis später, ihr Lieben. Ich danke dir für deinen Besuch. Und bis später, genau. Danke dir. Und einen schönen Spaziergang wünsche ich dir mit deinem Schnucki, süßen Hund. Steffi hat seit kurzem einen Hund. Ein ganz lieber. Ich habe ganz viele Fotos von ihm gesehen. Fellkind passt. Genau. So ein flauschiger. Dann wollte ich lernen, wie man Dinge zusammensetzt. Und hier bei dem Druck, wer 3D-Druck macht, macht dir nichts draus. Ich habe gar keinen. Ja, ich habe auch erst seit, ich habe den jetzt zwar schon seit 2 Monaten etwa, aber noch nicht einmal angemacht. Gestern das erste Mal, weil meine Tochter mir das gezeigt hat, wie man das Ding überhaupt benutzt. Genau, ich habe mich nicht getraut. Also das war für mich eine Technik, die ist wie zum Mond fliegen. Ich habe mich nicht getraut. Ne? Ist ja nicht schlimm. Man muss nicht alles können im Leben. Ja. Aber als ich dann gesehen habe, was meine Tochter damit macht, habe ich so Bock drauf bekommen, dass, ja, hier wollte ich lernen, wie man Dinge verbindet, weil diese Schnecke sollte ein Zauberhut bekommen. Und wie jeder, der mit 3D-Druck sich auskennt, weiß, man kann sowas Waagerechtes hier nicht drucken, außer mit ganz vielen Stützen. Ja, ein Drucker kann nicht in der Luft drucken, ist klar. So. Und darum habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Also habe ich das Ding aus 2 Teilen gedruckt. Das hier liegt auf dem Bett auf und dann kann man das drucken. Es hat ja jetzt eine Stütze unten drunter, das Bett, ne, von dem Drucker. Hier musste ich dann einen Stöpsel machen, der genau in diesen Schlitz reinpasst. Das sieht man bei 3D-Druckmodellen ganz, ganz, ganz oft. Ich habe das gelernt, wie das geht, wie man das macht, aber es hat minimal Spiel, also ganz wenig. Wenn ich hier so dran stoße, ein ganz kleines bisschen wackelt das. Und das muss ich noch besser lernen. Ich habe gelernt,
wie es geht, aber ich kann es, ich beherrsche es noch nicht. Ne? Das muss ich noch lernen, aber das ist schon ganz gut geworden. Und so konnte ich dieser Schnecke so einen Zaubererhut aufsetzen, ohne dass ich da mit den Stützen arbeiten musste. Außerdem hat er dann zweierlei Farben und ich habe ja nur einen Einfarbdrucker. Die Sterne sind aufgemalt, das möchte ich euch jetzt auch gerade noch mal zeigen. Die sind dann ein bisschen schattiert, ne? Bunt aufgemalt, finde ich super geil. Also bei mir hört das beim 3D-Druck nicht auf. Ich werde die 3D-Drucker anmalen, auf jeden Fall, und da freue ich mich drauf. Aber lieber ein bisschen Spielraum. Ja, zu eng ist mir auch schon passiert. Zeige ich euch auch noch, wie mir was zu eng geraten ist. Es ist super schwer. Meine Tochter sagte, es gibt 3D-Programme, die dafür gemacht sind, Blender, glaube ich, ne? So CAD-Programme, die dafür gemacht sind, exakte Werkzeugteile zu gestalten. Und damit kann man den Spielraum wirklich optimieren. Mit meinem Programm ist es ein bisschen tricky. Sämtliche 3D-Drucker, die ich habe, haben alle ein bisschen Spielraum. Echt? Boah, ich würde mich dann echt gerne mal mit dir treffen, wie das funktioniert. Meine Tochter hat ja auch Drucke und die passen exakt. Das ist keine Presspassung, aber exakt. Und ich bin unheimlich kritisch. Wie gesagt, ich will ja die Modelle, die Vorlagen verkaufen und dann kann ich den Leuten doch nicht sowas mit Spielraum, meinst du? Aber das muss ich noch lernen. Ich muss das noch lernen, wie ich den Spielraum optimiere. Halt, stopp, ich mache die nicht selber. Ich kaufe die nur zum Bemalen. Ah, du bemalst die dann. Das sind bestimmt die Ponys, ne? Du kaufst die zum Bemalen. Nee, sag ich gar nicht, dass du die selber machst. Wenn du die zum Bemalen kaufst, kriegst du ja die fertigen Teile irgendwo her. Ne? Und hör mal, wenn du die bemalst, da müssen wir mal drüber reden. Nicht jetzt, weil das wird sonst zu viel. Dann schweife ich ab und komme nicht mehr weiter hier. Ich habe noch ganz viel anderes zu zeigen. Aber da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Weil beim Bemalen bin ich schon an Grenzen gekommen. Ich habe hier Drybrush gemacht. Total beschissen, weil das überhaupt nicht rutscht hier auf dem Filament. Da bleibt sofort die Farbe hängen und beim Drybrush muss man ja so ein bisschen rutschen. Ich habe mit jemandem, der Tabletop, ich weiß nicht, ob du das eben gehört hast, als ich das gesagt habe. Ich habe mit jemandem gesprochen, der Tabletop macht und der grundiert die alle. Die grundieren immer alle, damit eine Grundierung drauf ist, damit auch Farbe besser hält. Weil hier bei dem, hier bei dem kleinen Roboter, den ich hier angemalt hatte, ist die Farbe auch schon abgegangen. Ich habe so eine billige Acrylfarbe genommen und da ist auch schon, nee, tatsächlich ausnahmsweise keine Ponys. Aha, magst du darüber sprechen? Dann erzähl mir das doch mal, was du da angemalt hast. Interessant. Also hier habe ich wirklich nur die Sterne angemalt, der Rest ist original Filament. Dann habe ich den Zauberer gestaltet. Aber meine Tochter hat ihn erst vor ein paar Tagen aus. Eine Airbrush ist tatsächlich. Oh, Airbrush. So winzig. Echt? Ich habe die gerade verschenkt. Ich hatte eine Airbrush seit 30 Jahren, 25, 30 Jahren und habe sie nie benutzt und habe also doch zweimal benutzt vor 30 Jahren und habe sie dann verschenkt. That's story of my life. Ich verschenke Sachen 2 Wochen, bevor ich sie brauche. Ja. Muss ich mir eine neue kaufen. Ich will ganz viel Zeug kaufen. Also ich habe jetzt einen ziemlich hohen finanziellen Bedarf, weil ich das hier machen will. Aber ja, nach und nach. Ne? Nach und nach. Dann habe ich einfach Bock gehabt. Ich habe ein paar Brettspiele, die ziemlich coolen Figuren. Ein paar Figuren aus Videospielen. Ah, cool. Und dann malst du die Figuren an. Und dafür hast du dir für die Brettspiele, hast du dir den Airbrush gekauft? Lohnt sich das? Okay. Also das Airbrushen wäre natürlich mega geil. Ne? Also hier habe ich einen Zauberer gemacht. Ich wollte einfach einen Zauberer haben. Und da habe ich keine Krempe. Ach Gott, das kann die Kamera gar nicht zeigen. Da habe ich keine Krempe gemacht, so wie bei der Schnecke, sondern, warte mal, eine Aufnahme hilft. Da habe ich die Krempe so gemacht, dass der Drucker keine waagerechte Linie hat, sondern so eine ganz kurze Strecke mit einer moderaten Steigung. Und das hat er tadellos gedruckt. Das war auch eine Übung, ne, was man machen kann. Und hier hat der Drucker alles komplett ohne zu meckern tadellos gedruckt. Der Umhang, der Bart, alles super. Also da war nicht ein Fehler dran. Und das ist schon mal für mich hier so eine Vorlage. So muss es aussehen. Genau. Nee, die Airbrush habe ich auch vorher schon. Ah, die macht sich bei den Plüschis auch ganz gut. Ah, du hast die Plüschis auch okay, ja gut, mit Farbe auf, ja. Okay, ja, das macht Sinn. Da kannst du denen noch zusätzliche Effekte, Plastizität, was auch immer geben. Cool. Ja, weißt du, ich glaube, das 3D-Printen hat Überschneidungspunkte mit echt
fast allem, was ich je gemacht habe oder andere gemacht haben. Ne? Ich möchte auch viel, hör mal, ich möchte jetzt mal ganz weit vorgreifen. Ich habe eine Idee, Gliederpuppen zu machen, so wie eine Barbie, ja, aber keine Barbie natürlich, so ähnliche Puppen, da komme ich gleich noch zu. Ich habe noch so eine Figur für euch. Und denen dann auch Klamotten zu nähen. Alles vorstellbar. Also ich hab genug zu tun mit dem 3D-Druck für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Ja, das muss ich ein bisschen gesünder leben, damit ich die auch noch erlebe. Genau. Ja, ich werde jetzt nicht morgen sterben. Aber wenn man älter wird, kommt irgendwann der Moment, wo man vielleicht nicht mehr so fit ist. Ne? So, was kam dann als nächstes? Nichts, was hier drin ist. Das kam alles viel, viel später. Dann hatte ich Geburtstag und wie ihr unschwer erkennen könnt, war das nicht mein 63. Geburtstag, sondern ich bin 63 Jahre alt geworden. Eigentlich ist es dann der 24. Geburtstag, weil der erste Geburtstag war, als man geboren wurde. Egal, auf jeden Fall habe ich eine Torte gemacht. Hör mal, da muss ich euch das Foto mal gerade einblenden. Ich war nämlich im Urlaub auf Usedom vor ein paar Wochen und hatte da eine Torte gesehen, die hat mich von den Socken gehauen. Hallo? Wo sind meine Google-Fotos? Hä? Ich komme gerade bei den Google-Fotos auf eine ganz merkwürdige Seite. Ich habe mein Passwort geändert. Moment. Ich habe mein Passwort geändert. Das darf ich euch jetzt leider... Tut mir wahnsinnig leid. Ich bin gleich wieder da. Ihr hört mich ja noch, ne? Bäm, bäm, bäm. Genau. Ich bin gleich wieder da. Ich bin jetzt nicht sicher, ob mein Passwort so stimmt. Nee. Oh Gott. Was ist falsch? Ich bin gleich wieder bei euch. Ah, got it. Ich habe mich richtig erinnert. Ich habe mich richtig erinnert. Bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Oh, was mache ich denn da Wunderschönes? Ich stempel mit der gleichen Jacke, die ich gerade anhabe. Das ist ja funny. Ja, ich bin's. Ich muss eine Nummer eingeben. Ja, oder auch nicht. Alter Falter, meine Fotos waren weg. Meine Fotos waren weg. Weil ich bei meiner Tochter war und mein Passwort nicht dabei hatte. Passwort aktualisieren, ja bitte. Nein, ich will nichts automatisch sichern auf dem Rechner. Ich will nur meinen Freunden hier meine Torte zeigen, meine Geburtstagstorte. Ach, da sind ja auch die ganzen Videos für meine... Oh, shit, ich habe einen Teil vergessen. Shit, ich habe einen Teil vergessen. Das liegt im Wohnzimmer. Sehe ich gerade. Wo ist meine Torte? Hallo? Oh, ich hatte so geile Fotos von der Torte. Die habe ich alle am Handy. Oh. Jetzt müsst ihr noch mal ganz kurz einen Moment warten. Ich muss gerade mal Telegram öffnen, weil da sind die ganzen Bilder. Meine Tochter hat nämlich ganz tolle Fotos von dieser Torte gemacht. Aus Gründen, weil die Torte episch war. Also ich war im Urlaub auf Usedom und da haben wir ein kleines Café gefunden. Die hatten eine Torte, die hat mich von den Socken gehauen. Warum? Ihr werdet es gleich verstehen. Ich habe die nämlich nachgebacken. Ja, es ist kein Geheimnis, wie die gebacken wird. Da gibt... Boah, habe ich viele Bilder. Da habe ich... Oh, ach die, oh, alter Falter. Alter Falter. Uida, Feuda. Wo ist die? Ah, there's the Torte. There is the Torte. Da seht ihr die Torte. Ja, ihr ahnt es schon. Das ist eine Waldmoostorte. Eine Waldmoostorte. Bis mal kurz AFK. Alles gut. Genau. Das ist eine Waldmoostorte. Sieht aus wie Waldmoos. Haha. Und als ich die in dem Café sah, die war auch oben drauf noch schön dekoriert. Da waren dann so Beeren drauf und sowas alles. Und die sah so toll aus. Und ich war so begeistert. Leider. Waren wir da gerade, kamen wir aus einer Bäckerei und hatten Kuchen gegessen. Ich konnte da nichts mehr von essen. Aber ich war da so fasziniert von, dass ich mir das Rezept gesucht habe. Da gibt es ganz viele verschiedene und habe die dann für meinen Geburtstag nachgebacken. Und ich finde die super mega geworden. Und natürlich, ihr seht die Deko. Ne, Deko ist wichtig. Und die zeige ich euch jetzt hier, die Deko. Eben das mal wieder klein machen.
Wo ist mein Stream? Da nicht, da auch nicht, da ist mein Stream. Diese Deko war diese hier, da habe ich so ein Lebkuchenherz gemacht. Mein Mann sagte, boah, das erinnert ja an ein Lebkuchenherz, als wenn ich das nicht gewusst hätte, weil das war genau meine Absicht. Dann habe ich dieses Herz gemacht, da habe ich gelernt, wie man Bilder zeigt, die man im Procreate zeichnet, Schwarz-Weiß-Bilder, in das 3D-Programm übertragen kann. Das ist knifflig und ich beherrsche das auch alles noch nicht. Ne, muss ich alles noch üben. Aber das geht, dass ich jedes Bild, was ich in Schwarz-Weiß habe, dann auch dreidimensional machen kann. Ihr seht, das hier ist dreidimensional. Ne? Diese 6 und die 3, die stehen so vor. Dann habe ich hier so kleine Sternchen drauf gemacht als Zuckerguss und hier oben Zuckerguss. Und das Ganze ist ein Lebkuchenherz mit meinem Alter drauf. Ne? Ich muss auch mein Emoji ändern. Ich habe nämlich ein Emoji mit der 62, das ist jetzt nicht mehr aktuell. Ja, benutzt das nicht, weil es stimmt nicht mehr. 63. Und habt ihr gerade in dem Foto von der Torte gesehen, habe ich so ein paar kleine Pilze. Die habe ich auch selber gemacht. Das ist no big deal, super einfach. Ne? Sowas, das machst du in dem Nomad Sculpt, in dem Programm in 5 Minuten. Ne? So, das war das. Dann war das mein Geburtstag. Dann habe ich danach noch, ich habe noch ganz viele Modelle, die noch nicht gedruckt sind. Danach habe ich dann versucht, wieder wie den Zwerg was zu machen, ein Bär, verschiedene Versionen vom Bär, auch ein Zaubererbär, den ich aber nicht drucken kann, weil da Stellen dran sind, die sich nicht drucken lassen. Muss ich alles nochmal überarbeiten, aber der Bär, der ließ sich drucken, der hatte nur 2 Supports, der ist einfarbig gedruckt worden und da habe ich dann das Anmalen geübt. Ne, auch ziemlich suboptimal, weil die Farben, die ich dabei hatte, so einen komische Farbe ergeben haben, aber hier mit den Sachen, die ich hier vor Ort habe, wird das alles besser. Ich werde mir noch Farben besorgen, die extra für 3D-Modelle geeignet sind. Modellbau halt, ne, genau. Und auch das Drybrush ist mir hier in die Hose gegangen, weil es ganz schwer sich anmalen ließ, aber es ist ein Bär, hat leider kein Bürzel, aber egal, ein Bär, ein dreidimensionaler Bär. Als Übung guckt ein bisschen gruselig, ja, wird auch noch verbessert. Aber so als Übung, so in der ersten Woche, ne, schon mal nicht schlecht. So, kommt jetzt raus. Ach ja, das hier muss ich auch draußen hinlegen. Alles erklärt, gezeigt und abgehakt. Dann habe ich, was habe ich dann gemacht? Nicht diese Figuren hier. Habe ich so wenig. Ich habe auch noch eine Brillenhülle gemacht für meine Brille. Die ist in meinen Fotos. Die kann ich euch jetzt leider nur am Foto zeigen. Und zwar auch, wie die gedruckt wurde. Das ist eine Brillenhülle. Moment, Face und Screen. Das ist eine Brillenhülle. Hier ist der Halter dafür. Hier sind die Löcher, wo der Halter reinkommt. Dann wurde ein Muster darauf gedruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die fertige... doch, hier habe ich die Brillenhülle an. Da habe ich die umhängen. Da habe ich mir dann mit Fingerhäkeln so eine Trageschlaufe gemacht, die ich um den Hals hängen kann. Und da ist meine Brille drin. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier ist meine Brille drin. Da ist meine Brille drin. Jetzt nicht die, die ich hier am Platz habe, sondern eine andere. Und so eine Brillenhülle wollte ich schon ewig haben. Ja, und ich hatte keinen Bock, mir eine zu kaufen. Also habe ich mir eine gebastelt. Und das ist meine Brillenhülle. Die habe ich jetzt im Wohnzimmer. Die hole ich jetzt nicht. Da muss ich mich aus meinem kuscheligen Decke hier und unterm Tisch rauswürgeln. Das machen wir nicht. Das muss auch nicht sein. Das war das. Die habe ich euch jetzt auch gezeigt. Was habe ich dann gemacht? Die Reihenfolge ist nicht so wichtig, aber ich will halt nichts vergessen. Jetzt kommt die Schachtel. Ich habe dann eine Schachtel gemacht. Die kommt ganz zum Schluss. Sorry, die kommt ganz zum Schluss. Der Drache hier ist nicht von mir. Dann habe ich Kürbisse gemacht. So, und bei den Kürbissen habe ich gelernt, wie man eine Form hohl macht. Ihr seht, ich habe all diese Sachen, die ich hier gemacht habe, waren Übungen. Ne, wie man ein Bild überträgt auf eine Oberfläche, wie man ein Joint macht, wie man eine Figur, eine 3D-Figur macht mit möglichst wenig Stützen, wie man ein Bild überträgt, was man gezeichnet hat, auf die Oberfläche, das Anmalen waren Übungen etc. pp. Und dann habe ich geübt, wie man Gegenstände hohl macht. Das ist einmal in die Hose gegangen. Da habe ich einen Kürbis gemacht, der ganz viele Fehler innen drin hatte, weil ich das Programm noch nicht richtig bedienen kann. Bei dem hier, das hat schon besser geklappt. Hier habe ich sogar 2 Teile gemacht. Warum? Ich wollte einen Hohlraum haben. So, weil ich wollte das beleuchten. Ich habe mir dann hier so Lämpchen besorgt.
ne, dass ich meinen Kürbis beleuchten kann. Okay, da kommen noch bessere Lämpchen. Das waren die besten, die ich jetzt so auf die Schnelle aus in der Fremde, in der Ferne bei meiner Tochter bekommen konnte. Ich habe hier kleine Lichterketten und die möchte ich da reinmachen. Wer mich kennt, weiß, dass ich seit Jahren schon Schmuck gestalten will. Das ist ein Anhänger. Das soll ein Ohrring sein, ist ein bisschen groß geraten, kann man auch sich vorne vorstellen als Kettenanhänger. Ich möchte leuchtenden Schmuck machen und da bin ich schon seit Jahren hinterher. Ich habe schon vor 5 Jahren oder so bei der Firma Reiher mal, als die so kleine Lichterketten mit Mini-Batterien rausgebracht haben, habe ich sofort mir mit besorgt. Habe ich hier im Fundus. Werde ich raussuchen. Ich werde leuchtenden Schmuck machen. Das habe ich schon ganz lange vor. Ich habe schon Experimente mit durchsichtigem Fimo gemacht. Eigentlich Pardo, okay, Polymer Clay gemacht. Die aber nicht gut funktioniert haben. Das hier ist die Lösung. Ich kann endlich durchsichtigen, leuchtenden Schmuck machen. In jeder beliebigen Form. Darum ist das hinten offen. Darum habe ich das ab hier gedruckt. Also musste das Gesicht oben sein. Ich habe da ein bisschen was Dunkles jetzt hintergemacht, damit man es besser sieht. Also musste das Gesicht oben sein. Damit hier nicht so ein Loch ist, wo der Drucker in der Luft hängt, habe ich, habe ganz lange diese Zähne gemalt, habe ich Zähne gemacht, die das Ganze verbinden. Das heißt, habe ich ja schon mal eben gesagt, man gestaltet Drucke einmal so, was man im Kopf hat, was man gerne hätte, aber auch so, dass der Drucker es drucken kann. So, und das ist eine Lernkurve, die wahrscheinlich niemals aufhören wird, ja. Und hier bei dem Kürbis ist der zweite Versuch gewesen und der ist schon ziemlich gut geworden. Dann konnte ich das hier aber nicht drucken, weil das dann in der Luft gehangen hätte. Eine Waagerechte, habe ich ja gesagt, geht nicht. Also habe ich hier ein Loch reingeschnitten. In dem Kürbis war ein Loch und habe diesen Aufhänger hier extra gedruckt. Das sieht man noch ein bisschen. Der ist extra, da ist so ein Stöpsel, der ist durch das Loch dann durchgesteckt worden, habe ich dann festgeklebt und so konnte ich diesen Aufhänger drucken. In der waagerechten, später waagerechten, wurde aber so rumgedruckt und das hier so auf dem Bett aufliegen. Jetzt klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber es ist ganz einfach, wenn man sich damit beschäftigt. Genau, und das hat dann auch gut geklappt. Dann kann ich hier diese Lampe hinten reintun, ne, und dann habe ich einen leuchtenden. Okay, ich will nicht, dass der blinkt, aber eine andere gab es nicht. Ja, ich möchte, dass der leuchtet und nicht blinkt. Oh, ist das gruselig, da kriegt man Augenkrebs, ne. Das hier habe ich dann gemacht, einfach weil ich einen Stempel auch mal gemacht habe für Kulrike, von einem Fuchs, der auf seinem Schwanz liegt im Kreis rum. Und die Basis ist ein Kreis. Ja, da habe ich mit Drybrush geübt. Auch hier habe ich wieder Drybrush gemacht. Ist schon ganz hübsch, aber noch, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Aber ich wollte einen Fuchs im Kreis rum haben als Gestaltung. Hier habe ich dann, es ist immer eine Übung. Hier habe ich diese Form geübt, dann hier, wie man hier so Haare macht auf einer Oberfläche, so eine Haarstruktur geht auch ganz toll, habe ich hingekriegt. Dann in welcher Steigung ich die Ohren drucken kann, ne, dass der Drucker das noch hinkriegt. Die sind ganz fein und ganz dünn und das hat super geklappt. Also hier bei dem Fuchs hat alles geklappt. Da habe ich schon gemerkt, okay, Ich habe so die Basics jetzt so ein bisschen verinnerlicht, ne? Genau. Genau, das ist das. Das habe ich euch jetzt gezeigt. Das war nur eine Übung. Achso, und wir wollten die Sachen alle draußen hinlegen. Genau. Das hier kommt später. Das hier sind, das zeige ich euch gerade mal, Fidget Spinner. Sowas ist gedruckt. Also ich kapiere immer noch nicht, wie das ist. Das ist eine Vorlage nicht von mir. Ja, das hat meine Tochter mir mitgegeben. Das hat sie mal ausgedruckt. Das ist eine Vorlage, da ist minimale Lücken dazwischen, werden gedruckt. Ja, die dann aber hinterher sich bewegen. Ist das nicht, das ist doch der Hammer, ne? Guckt euch das mal an. Das ist gedruckt. Mit einem 3D-Drucker. Mit Filament. Mit so einem Glitzerfilament hat Farina das gedruckt. Meine Tochter. Hammer, ne? Du kannst dann den Finger reinstecken und kannst dann damit so spielen, ne? Das ist der Hammer. Das hier ist auch eine Vorlage von woanders. Ich zeige euch gleich die Website. Da flippst du aus, ne? Hier mit so einem verschränkten Zahnrad. Mein Mann, der ist Maschinenbauer, der kommt aus dem Maschinenbau, der sagt, ja, das ist verschränkte Zahnräder funktionieren besser. Und dann hat er mir erzählt, welche Automarke hat dieses Logo? Da habe ich gesagt, so, keine Ahnung. Er sagt, ja, ist Citroën. Weil die schon von Anfang an in ihren Autos diese verschränkten Zahnräder verwenden. Und das Ding ist gedruckt. Das besteht aus 4 Teilen. Und dann wurde das zusammengesteckt. Meine Tochter sagt, sie hat das geklebt. Ich merke gar keine Naht, aber geil, ne? Ist das der Hammer? Solche Sachen werden auch 3D gedruckt. Das ist so der Hammer, ne? Guckt euch das mal an. Es wechselt die Farbe. Krass, krass, krass.
krass. Ja, es ist ein Farbwechselfilament. So, das kommt raus. Da haben wir Filamentreste. Nein, das zeige ich gleich. Da ist das. Dann habe ich diese... Das kommt als nächstes. Dann habe ich für meine Tochter... ihr seht nichts. Dann habe ich für meine Tochter... Sie wollte Ohrringe haben im Lebkuchendesign. Ja. Dann habe ich diese hier entworfen. Da habe ich auch mehrere Versuche gebraucht. Da könnte ich jetzt allein für diese Ohrringe, über diese Ohrringe könnte ich einen kompletten Stream reden. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich lege die mal gerade unter die Nahaufnahme. Die sind winzig klein, wie ihr seht. Ne? Die habe ich so gestaltet. Und dann, also ein Männchen und ein Weibchen. Ein Mann und eine Frau. Sie hat einen Rock an. Mein Mann sagt, das sieht man ja gar nicht. Da muss ich nochmal verbessern. Nochmal nacharbeiten. Ich glaube, meine Tochter war auch nicht so begeistert. Davon, ja, leider. Hier hat sie mir die in groß ausgedruckt und hier seht ihr auch, dass man beim 3D-Druck, wenn man eine Vorlage hat, die in unterschiedlichen Größen ausdrucken kann. Ne? Finde ich auch super geil. Super, super geil. Ja, hier sieht man die Frau nochmal größer. Also eigentlich hat die ein Kleid an. Ne? Also ich finde, das sieht man. Pff, ja. Mein Mann sagt, der müsste taillierter sein. Also es ist nicht so easy zu machen. Das könnte ich mal ausprobieren, ob ich die noch ein bisschen dünner mache. Egal, also es ist nicht so wichtig jetzt. Das ist alles nur Übung, ne? Alles nur Übung. So, und dann kommt vorletztes Projekt, was ich euch zeigen will. Jetzt kann ich euch das mal zeigen mit den Stützen, wie das... Hallo, warum geht das nicht zu? Mit den Stützen funktioniert... Das ist ein Projekt, das gehört zusammen, dieser Schmetterling. Dann wollte ich unbedingt eine Fee. Da habe ich mehrere Tage dran gearbeitet. Oh Gott, die Lebkuchenmännchen sind süß, ne? Ja, genau. Vielleicht, wenn ich meine Tochter dazu bringe, wird sie im Shop verkaufen. Ich weiß nicht, ob du der Typ bist, der was kauft oder lieber was verkauft. Ich glaube eher die Verkäuferin, ne? Aber ich möchte meine Tochter fragen. Ich will die optimieren, sodass sie die im Shop verkaufen möchte. Vielleicht die Frau noch mal ein bisschen anders, aber so, dass sie die dann hinterher verkaufen kann. Die haben noch keine Öse, aber da hat sie eine Öse dran gemacht. Ne? Moment, noch mal zeigen. Da ist eine ganz kleine Öse dran. Und die Öse ist auch viel, viel dicker als bei der Tasse, die ich gemacht hatte. Ne? Also man muss halt so ein Mittelding finden zwischen Ohrringöse, fein genug für Schmuck, und dick genug, damit es auch hält. Ne? So, da sieht man diese Öse, die ist an dem Lebkuchenmann dran. Genau. Also einen Lebkuchenmann zu drucken ist nicht das erste. Ich bin nicht der erste Mensch, der einen Lebkuchenmann druckt auf dem Planeten, aber wir wollten halt Ohrringe haben in dem Style. Ne? So, und jetzt kommt mein Meisterwerk, mein bisheriges Meisterwerk, was immer noch ganz viele Fehler hat, aber ich arbeite dran. Und zwar eine Fee. Ich wollte unbedingt eine Fee machen. Und zwar habe ich da mir so eine Zeichnung gesucht, die mir gefällt, und habe die dann als Vorlage genommen, um so eine Figur zu arbeiten. Und hier habe ich, und das meinte ich eben mit Anatomie, hier habe ich dir erst diese Figur gemacht. Ich werde euch die noch zeigen. Ja? Hier habe ich zuerst die Figur gemacht, die hat unterm Kleid, hat die einen Körper und Beine, um die Größenverhältnisse zu gestalten. Dann habe ich die angezogen und jetzt sind die Beine in dieser Datei gar nicht mehr zu sehen. Also für den Drucker gibt es die Beine gar nicht. Ne? Aber ich wollte die Beine haben, weil dann kann ich dir auch mal andere Kleider anziehen oder kurze Röckchen oder so. Ne? So, dann hat die hier Arme, Hände. Die Hände sind relativ grob gemacht. Ich zeige euch das mal, damit der Drucker das noch gut drucken kann. Es ist einfach nur so eine grobe Form, ist aber im Chibi und Kawaii ja nichts Ungewöhnliches. Das soll so eine Kawaii-Chibi-Elfe sein. So, und dann hat die ein Kleid bekommen, was sie so hochhebt. Ja, das ist auch ganz gut gelungen. Hier war ein bisschen das Problem, hier war die Steigerung zu steil. Da hat er kleine Stützen gedruckt, winzig kleine, die habe ich schon abgemacht. Hier bei der Hand braucht er eine Stütze, was ich eigentlich, das machen wir alles ein andermal, wie ich euch zeige, wie man das vermeidet mit den Stützen. Dann brauchte sie eine Stütze bei dem Kopf, weil der sonst in der Luft gehangen hätte, und bei einigen von den Blüten. Morgen, Tjörben, du bist bestimmt wieder auf Arbeit. Ja, ich habe gelesen, du musst heute wieder arbeiten. So, das ist mein neuestes Werk, Tjörben, eine Fee. Ne? Von vorne, von hinten, eine Figur, die ich designt habe. Bist du wieder daheim? Ja, ich bin wieder daheim. Seit gestern Nachmittag. Und dann habe ich viel zu tun gehabt. Dann hat meine Tochter mir den Drucker gezeigt, wie man den benutzt. Dann habe ich meinem Mann alles erzählt, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Und dann war es irgendwie, schwupps, war es 11 Uhr. Ne? Ja. Und jetzt seht ihr hier... What?
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Wo kommt dieser bärtige Mann her? Von mir ist der nicht. Eigenartige Emojis sehe ich hier gerade. Ich danke dir. 36 Monate. Das ist schon lange weit über das Twitch-Baby hinaus. Unser Kind geht schon in den Kindergarten. Das sind 3 Jahre, ne? Ja, exakt 3 Jahre. Hör mal, wie die Zeit vergeht, ne? Ich denke immer, wir haben uns erst letztes Jahr kennengelernt. Immer dasselbe. Da werde ich immer ganz nostalgisch. Ja. Hier bei dem Gesicht ist eine Unterschneidung. Ich zeige jetzt gerade alle meine Werke und ich bin gerade beim vorletzten. Du musst dir den Stream unbedingt nochmal angucken, meine Liebe. Ich lade ihn auch zu YouTube hoch danach. So, und hier sieht man kaum, man sieht es ein bisschen schlecht, hat die Fee so ein paar unebene Stellen. Die muss ich noch schleifen. Warum? Weil der Kopf eine Unterschneidung hat. Oder da sind Linien, die in der Luft hängen. Also druckt der Drucker automatisch. Das macht das Druckerprogramm selbsttätig. So eine Stütze. Und darum habe ich die Stütze mal aufgehoben, um euch zu zeigen, die war auf dem Drucker so. So wurde das gedruckt. Und da hat der das Gesicht gestützt, diese Luft, die Linien, die in der Luft hängen beim Drucken, und hier oben bei den Blumen. Ich hatte das zwar versucht, alles zu glätten, habe es schlecht gemacht, wie gesagt, ich lerne noch, ja. Und dann hat er hier oben Stützen für die Blumen gemacht. Die Blumen hätte ich vermeiden können, aber das Gesicht weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. Man könnte den Kopf extra drucken, dann kann ich aber die Haare nicht so drucken, wie sie hier zu sehen sind. Das heißt, ich müsste diese Form hier, diese Figur nochmal komplett neu denken. Ja, um das aber zu tun, muss ich erstmal sehen, wie druckt das denn. Hier diese zweite Stütze war hinten für den Arm. Der hing auch in der Luft. Der ist waagerecht beim Drucken, also hängt er in der Luft. Also hat der Drucker hier eine Stütze für gemacht. So wurde das gedruckt. So sah das aus. Und wenn ihr euch Videos anguckt, ich habe mir sehr, sehr, sehr viele Videos angeguckt zu dem Thema 3D-Druck, dann seht ihr, dass ganz viele Figuren, solche Figuren mit ganz vielen Stützen, noch mit viel mehr Stützen gedruckt werden. Einfach weil man nicht alles so flach drucken kann oder mit steilen Steigungen, damit der Drucker da keine Stütze braucht. Das geht nicht. Du hast immer an dreidimensionalen, menschlichen, figürlichen Objekten, hast du immer Teile, die zu steil sind, die in der Luft hängen. Ja? Also hat man immer Stützen. Das ist kein Makel von meinem Modell, sondern ein Feature. Genau. Ne? Das ist das. Dann wollte ich zusätzlich noch der Fee hinten Flügel geben im Rücken, die man reinstecken kann, weil das in einer Ebene drucken unmöglich, ja. Oder 1000 Stützen dran, wollte ich nicht. Und ich wollte die Flügel extra machen. So als schon als Gedankenexperiment, irgendwann mal Feen und Elfen zu machen, wo man die Flügel ergänzen kann. Ja. Und dann zum Reinstecken, so wie diese Schnecke eben. Aber ich habe das gemacht und die Datei hatte dann Fehler. Und da habe ich Stunden und Stunden und Stunden. Ich habe jeden Abend bis 3 Uhr nachts gedesignt, habe ich es weggelassen. Ich habe hinten so Löcher gemacht, um solche Flügel hier, die Flügel waren eigentlich für die Fee, reinzustecken, und ich habe das nicht hinbekommen. So, arbeite ich dran, kriege ich irgendwann hin, ich werde das hinkriegen. Dann habe ich aber, wo ich diese Flügel schon mal gestaltet hatte, habe ich dann gesagt, okay, nehmen wir die Flügel halt und machen Schmuck draus. Dann habe ich die flach gelegt, habe das so gemacht, dass man das mit 2 Farben in 2 Schichten drucken kann, und dann hat sie Aufhänger bekommen, haben die Aufhänger bekommen, und jetzt habe ich entweder ein Stück Schmuck. Oder ich könnte mir das auch in groß vorstellen als Fensterbild. Ne? Fensterbilder super einfach zu machen, zu drucken. Das hier ist so ein Perlmutt-Filament. Das sieht man jetzt nicht so gut, dass so ein Perlmutt-Schimmer hat. Ja, das ist jetzt die Rückseite. Das sieht man von hier aus besser. Das hat so ein Perlmutt-Schimmer. Und die schwarzen Linien sind so ein Glitzer-Filament. Schwarz mit Glitzer. Das hat meine Tochter mir extra so gedruckt. Ne? Und da könnte ich mir auch vorstellen, das hier mit einem transparenten Filament, so wie bei den Kürbissen hier, das ist transparent, ja, und dann so ein Schmetterling für ans Fenster zu hängen, so als Fensterdeko. Also ich denke immer, Fensterbilder sind so ein Ding der 80er, 70er. Nein, ich sehe so viele Fensterbilder, gerade auch in Kinderzimmern etc. Das ist ein Riesensegment, wo ich Bock zu hätte. Weil Fensterbilder sind auch ganz einfach zu designen, wenn man weiß, wie es geht. Ne? Habe ich ja gelernt. Das war meine Übung, 2-dimensionale Fensterbilder. Genau. So, das war alles bis auf einen Teil, was ich euch zeigen wollte.
Kann ich jetzt alles mal wieder hier rein, so grob wieder rein. Ist auch sehr stabil, dieses ganze Filament. Übrigens, man denkt, die sind schwer, die wiegen viel, aber die sind ganz leicht, ja, weil der Drucker die mit so einer Gitterstruktur füllt. Die sind also nicht hohl, aber die sind mit einem dünnen Gitter gefüllt, was Filament und Gewicht spart. Ne? Nur so nebenbei bemerkt. Hier muss ich noch aufräumen. Ich werde die noch in so ein Segment reinstopfen. Ich habe ja auch auf den Social Media, meinen Social Media Kanälen, all die Sachen hier immer gezeigt und fotografiert. Ich habe jetzt gestern nichts gemacht, weil ich unterwegs war. Ich hatte gestern Reisetag und da ging das nicht. Ich muss heute dann wieder anfangen, die zu fotografieren. Da werde ich auch noch Änderungen vornehmen bei mir in meinem Workflow, aber das ist jetzt nicht wichtig. Was ich euch jetzt zeigen will, ist mein finales Projekt. Das habe ich zwar schon von Tag 1 an gemacht. Aber, Moment, von Tag 1 an vorbereitet ist aber mein ja, Zweitmeisterstück. So, hier kommen wir nämlich in eine Region, wo die Passgenauigkeit wichtig ist, die ich noch nicht beherrsche. So, also, das übrigens sind diese kleinen Würmchen, ist Filament Poop, also Kackhaufen, ja. So sieht es aus, wenn ein Mehrfarbdrucker die Farben wechselt. Weil wenn ein Mehrfarbdrucker zum Beispiel jetzt so einen Lebkuchen druckt in braun, ne, und dann der Zuckerguss soll rosa sein, das ist rosa Filament hier, muss der die Farbe wechseln. Und der kann nicht einfach braun, stopp, rosa starten. Das geht nicht. In der Düse ist immer noch ein kleiner Rest von einer anderen Farbe. Darum muss der neben dem Druck an der Seite machen die das immer, so ein bisschen ausstoßen, um die Farbe zu wechseln. Man sieht das hier bei diesen Pups ziemlich genau. Ihr seht, da war braun oder rosa, ich weiß es nicht. Und dann stößt er das aus, bis hier irgendwo ist der Übergang, da ist der Schmuddel, bis die Farbe rein braun ist oder umgekehrt. Ja, und das ist der Pup. Und davon haben die 3D-Drucker, die mehrfarbig drucken, ganz, ganz viel. Ich habe gestern eine Druckerfirma aus Tschechien gesehen. Ich weiß den Namen gerade nicht auswendig. Die haben einen Drucker entwickelt. Das ist wohl relativ neu. Der hat verschiedene Druckköpfe. Und in jedem Druckkopf ist eine Farbe. Das heißt, du hast keinen Pup mehr. Der wechselt nicht in einem Druckkopf die Farbe, sondern er hat vier Druckköpfe, die jeder eine andere Farbe, Filamentfarbe drin haben. Das ist geil. Das ist geil. Die kosten leider noch 1.500 Euro, aber ich wünsche, in meinen Träumen habe ich einen Drucker mit mehreren Filament-Druckköpfen. So, das nur nebenbei bemerkt. Ihr seht, das Thema ist sehr vielschichtig. So, jetzt wollte ich, jetzt kommen wir, pass mal, das kennt ihr ja auch von mir, mein Tick mit den Karteikarten. Ja? Jetzt wollte ich, ich habe schon verschiedene Karteikarten mir selber gebastelt, auch eine Tasche mal genäht. Alles, was es bei Stickmaschinen so seit Jahren gibt, wundert mich, dass es so lange gedauert hat. Bei Stickmaschinen, da wird die Farbe auch nicht raus und dann rein. Ne? Da gibt es mehrere, wahrscheinlich. Hör mal, wenn du siehst, wie die funktionieren, für mich ist das wie eine winzig kleine Heißklebepistole. Das ist Zeug, was geschmolzen wird und mit einer Düse ausgebracht wird. Es sieht aus wie eine winzig kleine Heißklebepistole. Ja, du hättest also, seit es Heißklebepistolen gibt, hättest du schon 3D drucken können in diesen Runden. Oder ne? Der Drucker druckt nicht immer nur in Kreisen, der druckt auch so zickzack, also er füllt die Fläche. Egal wie. Ja, und das hättest du mit winzig kleinen Heißklebepistolen all die Jahre schon machen können. Ne? Und deshalb hat mich auch gewundert, genau wie du das sagst, dass es jetzt erst an der Stelle ist, dass das für beim Privatanwender ankommt. So, die ersten 3D-Drucker waren ja noch nur für Firmen oder was weiß ich. Aber jetzt ist das in einem Bereich, die kosten so ab 200 Euro nach oben. Ne? Nach oben ist keine Grenze, glaube ich, aber es ist erschwinglich. Man kann ein was? Ach so, ich poste gerade. Das ist ja schön. Hier findet ihr alle Links und das schöne Lila. Was für ein Lila? Ach, und das schön lila. Ah ja, genau. Ich habe mein Wonderlink lila gemacht. Genau. Nee, aber die Techniken hat es schon ewig gegeben. Ja, aber die Umsetzung war vielleicht schwierig. Und die Drucker drucken ja. Das sind Hochpräzisionsmaschinen, ja, die auf dem Millimeter genau positionieren können. Und die ganz stundenlang, manche Drucke, ne, vorgestern hatte meine Tochter einen Druck, der hat 17 Stunden gedauert, weil ganz viele kleine Teile auf einer Platte waren. Dann geht der Drucker 17 Stunden lang nonstop hin und her und hin und her. Und das, da denke ich immer, ey,
Das muss doch verschleißen. Ich habe jetzt eine Werbung gesehen von einer Druckerfirma, die haben Carbonachsen. Das Zeug ist, das hält ewig. Ja. Und das ist natürlich Technik, das ist Hightech. Na? Aber das Prinzip ist uralt. Genau. So, jetzt haben wir hier diesen Pup. Ne? Den wollte ich euch nur mal zeigen. Der hat jetzt keine weitere Bedeutung. Das hier ist meine Vorstufe zu einem Karteikartenbox gewesen. Ich habe euch ja erzählt, ich habe seit vielen, vielen Jahren arbeite ich an Aufbewahrungssystemen für Karteikarten. Und das war das allererste, was ich nach dem Kaufen angefangen hatte. Und eine Lampe. Die Lampe habe ich aber noch nicht fertig. Die ist noch nicht gut genug gewesen. Die drucke ich mir dann hier selber aus. Werdet ihr erleben. Aber das ist mein Karteikartenkasten und das war die Version 1. So, das war der erste Versuch. Da habe ich versucht, eine Basis zu machen, unten mit so einem kleinen Ständer und einfach einen Deckel. Das klingt jetzt einfach, ja. Aber ich habe es verkackt. Er ist nü zu klein geworden. Wenn ich jetzt drücke, kriege ich ihn zu, aber ich kriege den dann nicht mehr auf. Ja, der ist zu eng geworden, aber wirklich nur so ein Zehntel Millimeter. Habe ich es falsch gemacht? Das war aber mein allererster Versuch für etwas, was ineinander passt. Ja. Das hat nicht geklappt. Das habe ich dann verändert. Das hat Farina mir Probe gedruckt in klein. Das habe ich dann verändert. Das hier ist zu groß. Ihr hört es klappern. Ja. Der war zu groß. Wirklich nur so ein Millimeter. Dann habe ich den wieder verändert und verbessert. Und dann hat meine Tochter mir den in groß gedruckt. Warum hat der hier einen Cut? Habe ich den schon runtergeschmissen oder wie? Oh Gott. Dann habe ich den in groß gedruckt. Und jetzt werdet ihr es erleben. Ich muss mal gerade etwas vorbereiten. Mein Geräusch dafür. Jetzt werdet ihr es erleben. Ihr werdet dann auch instant in der Sekunde, wo ihr meine Karteikartenkasten seht, verstehen, warum mir der so wichtig war. Es war schwierig. Es war schwierig. Ich muss es genießen und zwar richtig rum. Ich muss es genießen, euch den zu zeigen. Warte mal, da muss ich diese Szene nehmen und meinen Finger auf den. Erstmal Drumroll, habe ich den noch hier. Das muss man genießen. Das wird auch ein Screenshot. Den werde ich dann rausziehen. Man muss es doch einfach genießen, ne? Um wie viel Uhr habe ich das gemacht? 1:13. Das hier ist nicht mein Meisterstück, weil eigentlich ist es ganz easy zu gestalten und es hat immer noch nicht. Es hat Spiel. Es hat Spiel. Obwohl ich es verkleinert hatte, den Deckel. Ich werde hier Filzstücke reinmachen, dass das besser passt, ne? Also er hat hier unten einen Ständer, so ist das gedacht. Er hat hier unten einen Ständer. Und dann habe ich das gefüllt mit solchen Zwischenräumen. Ja, und das ist ein Teil. Das hier ist ein Teil, hat 8 Stunden gedruckt. Das hier ist zwei Teile, hat 8 Stunden gedruckt. Dann hat das erste Dreieck nicht gepasst. Dann habe ich noch ein Dreieck gemacht, das hat auch nicht gepasst. Und das dritte Dreieck hier hat dann finally gepasst, genau in diese Aussparung, weil ich habe hier eine Aussparung gemacht. Hier sieht man das bei dem Deckel. Moment, da ist dann so ein Loch, ne, damit ich hier dieses weiße Dreieck reintun kann. Und dann habe ich eine Karteikartensammlung nur für YouTube-Ideen. Ja, und jetzt will ich doch mal gucken, ob das auch passt. Ja, die verschwinden da jetzt ein bisschen drin. Das ist noch verbesserungswürdig. Ich habe hinterher gedacht, ich habe die schon versenkt. Die sind schon ein bisschen tiefer, ja. Aber wenn ich jetzt die Karteikarten da drin habe, muss man die auch wieder rausholen können. Das heißt, ich muss diese Zwischenböden hier tiefer machen. Warum sind die abgeschrägt? Hä? Sehe ich ja gerade erst. Das habe ich so nicht gestaltet. Die ist abgeschrägt. Echt jetzt? Ja gut, aber er hat ja gedruckt. Es ist ja tadellos, aber hier ist es abgeschrägt. Keine Ahnung warum. Muss ich noch rauskriegen? Ich arbeite dran, ne? Ich lerne noch. So, ich beherrsche das Medium noch nicht, aber besser als nichts, ne? Also, und der Karteikartenkasten wurde schon von mehreren Leuten bewundert, weil der wirklich so ein Holzfeeling hat. Es gibt auch Filament mit Holz. Echt, es gibt Filament, das glaubt ihr gar nicht. So ein Holzfeeling hat. Jetzt finde ich das aber ein bisschen suboptimal. Ich müsste also bei meinen Karteikarten oben so kleine Reiter vielleicht dran machen, dass ich die besser rausholen kann. Es ist nicht unmöglich. Ja? Aber als Verbesserung würde ich denken, dass ich diese Zwischenräume hier, diese Stege, nach unten versetze, sodass ich die Karteikarten besser greifen kann. Ja? Aber ansonsten ist das doch schon hier so ein bisschen so mein kleines Meisterwerk. Ne? Und dafür. Ich habe auch hier mit Farbe schon geschmiert, sehe ich gerade. Und habe da echt rumgesaut. Das hätte ich nicht machen sollen, ja.
Ich krieg's immer kaputt, ne? Also dafür, den 3D-Drucker, natürlich, für sowas, für Karteikartenkästen kauft man sich keinen 3D-Drucker. Aber wenn man den hat, dass man sowas machen kann, das hat mich so happy gemacht. Karteikartenkasten für YouTube. Und ja, die Lampe, ratet mal, was das für eine Lampe wird. Ich arbeite an der Lampe. Ich musste da noch immer wieder Änderungen vornehmen, dass man die Lampe reintun kann, dass man hinten einen Deckel rauf tun kann, der auch passt und nicht reinrutscht. Dann ein Austritt für das Kabel von der Lampe, bla 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 bla. Also ich arbeite an dieser Lampe, weil ich möchte unbedingt eine YouTube-Lampe haben, die ich dann im Hintergrund reintun kann. Ich habe auch schon Tutorials gesehen, wie man sich eigene Neon-Signs und sowas machen kann. Alles mit dem 3D-Drucker. Ihr glaubt nicht, was man alles mit dem 3D-Drucker machen kann. So, aber das ist dann mein Highlight gewesen. Und da hat meine liebe, liebe Tochter insgesamt 16 Stunden ihren Drucker für laufen lassen. Ja, aber in Zukunft machen wir das dann hier. Und ich werde weitere Karteikartenkästen machen nach diesem Modell. Ja, da werde ich das noch ändern hier, dass das tiefer wird. Größere geht nicht, weil man denkt, so A7 ist ja winzig kleine Karteikarten, aber es ist schon, es nutzt die Platte aus. Die nächstgrößere Größe, Karteikarten A6, glaube ich, passt die Kiste nicht mehr auf meinen Drucker. Oder ich muss mir was einfallen lassen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall, Skatsch, einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe. Einen wunderschönen Morgen. Hanna? Hanna, ne? Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Sonst ist nicht schlimm. Also ich schäme mich nicht mehr dafür, dass ich die Namen nicht merke. Ich kenne euch ja. Hauptsache ist, ich kenne die Leute. So, das ist hier meine YouTube-Karteikartenbox. Ich liebe sie. Steffi. Von der Creativa. Ja. Ich habe ein Buch, da steht alles drin. Wo ist das Buch? Ja, hör mal, ich könnte mir für euch so eine Karteikartenbox machen. Die muss ja nicht quadratisch sein. Ja, ich könnte ja, hör mal, für meine Twitch-Namen bräuchte ich nur so ein kleines Segment. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann mache ich kleinere solche Boxen. Was ich schon gesehen habe, es gibt Leute, die machen Boxen, die so ein Modulsystem haben. Große Box, kleine Box, ganz kleine Box, aber die kleine Box ist zweimal die Größe von der großen Box und die ganz kleine Box ist viermal die Größe von der, sodass man die immer in einem Rechteck zusammensetzen kann, wie so ein Puzzle. Und das finde ich mega geil. Da suche ich ja schon ewig nach. Und da werde ich mir aber genau Gedanken machen müssen, wie ich dieses System aufbaue, dass ich dann die Boxen drucken, 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 drucken kann und die immer eine Größe haben, die zusammenpasst. Das ist mein ganz großer Wunsch. Das hier ist ein Prototyp, der wird auch, glaube ich, einmalig bleiben. Und mehr als eine YouTube-Ideenbox, glaube ich, brauche ich, glaube ich, auch nicht. Ne? So, das ist das. Oh, jetzt erstmal die Augen ausreiben. Oh. Das habe ich euch jetzt gezeigt. Das war 3D. Ich wollte euch noch ein paar Vorlagen zeigen von dem 3D-Programm. Hier seht ihr zum Beispiel, ich zeige euch mal, das ist der Fuchs noch nicht angemalt. Ne, das ist das. Ich muss leider immer wieder aus- und anmachen zwischendurch. Das ist zum Beispiel was super, super Geiles. Das habe ich gefunden irgendwo auf einer, guck mal, 1479, da verkauft jemand oben diese Rolle. Und das ist eine Rolle, die ist 3D gedruckt, allerdings mit Resin. Resin kann feiner drucken. Aber ist viel aufwendiger. Deshalb mache ich das nicht. Aber ihr seht, diese Rolle kann man in Fimo rollen und dann hat man Hintergründe für Tabletop. Hör mal, irre. Wie kommt jemand auf so eine verrückte Idee? Ich kapiere es nicht, ne? Ich kapiere es nicht. So, was haben wir noch? Den Fuchs, das habe ich euch gezeigt. Das ist etwas, was ich gestaltet habe, aber noch nicht gedruckt. Das werde ich hier mit meinem Drucker machen. Das soll auch ein Ohrring sein. Oder eine Deko für einen Weihnachtsbaum. Und weil die ja so mit einem Gitter hohl gedruckt werden, ist das auch nicht so schwer. Die PLA-Drucker können auch feiner drucken. Du brauchst nur eine kleinere Nozzle. Genau, ich habe eine Nozzle. Das muss ich noch lernen. Da hast du recht. Hast du einen 3D-Drucker? Sonst machen wir mal hier so eine 3D-Community auf. Und woher wisst ihr das alles? Ich habe vor 3 Monaten das erste Mal das Wort 3D-Drucker gehört. So, das wäre dann
Die Katze, die Weihnachtskatze, die hatte ich auch schon, die habe ich als Profilbild auf Social Media. Four Daysos. Wer bist du denn? Du bist ein Bot, der uns hier ärgern will. Na, 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 na. Den müssen wir ganz schnell mal rausschmeißen. Das machen wir doch. Hupsi, hupsi. Nein, aber mein Lieblings-Photoshop-Künstler macht jetzt nur noch Daiterio. Also, das lese ich sofort. Dankeschön. Aber wie machst du das? Ich kriege das am Computer nicht hin und du machst es während der Arbeit. Dankeschön. Dankeschön, Thorben. Nein, aber mein Lieblings-Photoshop-Künstler macht jetzt nur noch Daiderio. Als ich noch die Hoffnung hatte, er macht noch wieder was anderes, habe ich da eine Menge mitbekommen. Oh nein, wie süß. Ach, meine Liebe. Wartet mit den Namen bitte noch, bis ich meine Karteikartenkasten für euch gedruckt habe. Weil Bücher verlege ich immer, Karteikartenkasten auch. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das hier am Tisch stehen bleibt. Ich könnte mir sogar zum Beispiel vorstellen, so ein Karteikartending zu drucken, wo auch die Stifte direkt drin sind. Oh ja. Der macht nur noch, der Photoshop-Künstler, ja, es ist auch irgendwie, wenn du einmal am Rechner sowas machst, 3D, Bilder malst, ist 3D der nächste Schritt vielleicht, ne? Und bei meiner Fee hier, bei meiner Elfe, das ist mein erstes Motiv, oder auch der Zauberer, dieser Magier, Zwerg, das ist mein erstes Motiv, was ich im Kopf hätte zeichnen können in 2D und was dann 3D geworden ist, was in meine Welt getreten ist. Das ist einfach, da gibt es keinen Weg zurück. Ich kann immer noch 2D zeichnen, ne, Stempelvorlage etc., aber ich werde jetzt auch immer diese 2D auch als 3D denken. Noch was. Ich habe zum Beispiel, ich sollte für Kurike mal Füchse zeichnen. Ich habe es nicht hinbekommen, weil andere Künstler nachmalen ist keine Option. Ja, so einen niedlichen Fuchs. Und den von Fotos zu zeichnen, von Fuchsfotos, fand ich super schwer, weil ein Fuchs hat diese weißen Backen. Hinten die weiße Schwanzspitze, that's it. Vielleicht noch an den Öhrchen ein bisschen weiß. Das macht das rot-weiß. Das definiert einen Fuchs. Definiert einen Fuchs. Dann habe ich aber keinen niedlichen Fuchs. Dann habe ich aber so eine Pappfigur gefunden. Die habe ich immer noch irgendwo rumfliegen. Und die habe ich als Modell genommen, um den zu drehen, zu wenden und zu gucken. Und dann habe ich einen Fuchs gezeichnet. Und der ist auch super geworden. Was ich damit sagen will, ist, für manche Sachen brauche ich ein Modell, um zu sehen, wie sich die Perspektive verändert von diesem Backenbart. Ja. Bin ich nicht hintergekommen. Und jetzt kann ich mir von einer Figur ein 3D-Modell erstellen, das ausdrucken und das als Vorlage zum Zeichnen nehmen. Das klingt albern, aber so ist es. Ja? Oder so diese Figuren, diese Gliederpuppen, die es so gibt, die werden von Künstlern als Vorlage genommen, um Menschenfiguren zu zeichnen. Easy. Ne? Bin wieder da. Hallo, neu dazu gekommen. Willkommen zurück. Die Kreativen Stuttgart, genau. Und da bin ich, 21. bis 24.11. Da bin ich. Wenn wir da was für den Haar mitbringen sollen. Ich muss auch so ein bisschen aus dieser 3D-Welt jetzt wieder raus. Ich muss gucken, wie ich da den Übergang finde, weil im Moment bin ich so in 3D, ne? So. Was wollte ich euch noch zeigen? So ein paar Vorlagen, genau. Also die Nozzle, das ist der Austritt, die Düse von dem 3D-Drucker. Da gibt es verschiedene. Ich habe auch eine feinere von meiner Tochter bekommen und da arbeiten wir dran. Ich weiß noch nicht, was mein erster Druck sein wird. Wir wollten so ein Benchy drucken. Benchy sind Benchmark-Dinger. Das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Das kann ich besser erklären, wenn ich es in der Hand habe. So, was haben wir hier noch gemacht? Hier ist ein Foto von den Figuren, die der Nachbar meiner Tochter macht. Der macht halt Warhammer Herr der Ringe Figuren und das sind so Geister, eine Geisterarmee. Und das hier sind Stützen, die meine Tochter für einen 3D-Druck hatte. Da waren Stützen und das ist eigentlich Abfall. Den hatte ich dabei und dann habe ich ihm das gezeigt. Schau mal, sind das nicht schöne kleine Bäume? Da sagt er, oh ja, die kann ich gebrauchen. Ne? Da kann er jetzt kleine Bäume mitmachen. Für seine Geisterarmee oder irgendwas anderes, ne? Im Warhammer-Universum. Genau. Warhammer 40k, der Klassiker, genau. Kennst du die Seite Pixel Squid? Nein. Die haben 3D-Modelle von so ziemlich allem, wie man reden und wenden kann auf der Seite, wie man es will. Aber online dann, ne? Okay, das wusste ich nicht. Pixel Squid. Weißt du was? Wir werden doch jetzt einfach mal
meine heilige YouTube-Dose, die sehr stabil ist übrigens, die geht so schnell nicht kaputt, einweihen, meine Liebe. Das ist jetzt noch kein YouTube-Notiz, aber Scotch auf Twitch. Steffi, ich, ja, sagt Pixel Squid 3D-Modelle. Muss ich mir angucken. Die .com, pixelsquid.com, okay, .com. Ich gucke mir gleich mit euch andere Seiten an, wo man 3D-Sachen sieht, also so Vorlagen für den 3D-Druck. Pixelsquid habe ich noch nicht gehört, aber ich danke dir. Da gucke ich dann mal rein. So, das ist doch ein schöner Hintergrund. Da gucke ich dann mal rein. So, was wollte ich jetzt noch gucken? Fotos, die ich euch zeigen wollte. So, da ist die Schnecke, die habt ihr ja gerade in echt gesehen. Da sind meine Hintergründe, da ist der Schmetterling. Da ist, ich glaube, das darf ich zeigen, da ist, Moment, der Vorrat meiner Tochter. Übrigens, sie hat einen Shop auf Etsy, Poppy Labs, P-O-P-P-I-L-A-B-S, Poppy Labs. Da verkauft sie. Und hier seht ihr ihr Filament, das heißt, das ist kein Geheimnis, die Modelle, die sie dort verkauft, haben eins dieser Filamente oder mehrere, ne, weil sie hat einen 4-Farbdrucker für 4 Filamente gleichzeitig, die halt dann die Farbe wechseln. Und das ist ein Teil ihrer Filamente, das wollte ich euch nur mal gerade zeigen. Bei manchen Sachen vielleicht etwas leichter und schneller, als es zu drucken. Ja, da hast du recht. Dann hätte ich das mit dem Drucken gar nicht gebraucht. Das stimmt. Aber ich will ja auch meistens Figuren haben, die ich wiederholen kann, die man so aus allen möglichen Richtungen... Ich möchte auch Puppen drucken, die man anziehen kann mit Stoff. Ne? Hier seht ihr zum Beispiel, so sieht die Fee aus in dem Programm. Das zeige ich euch auch noch in einem der zukünftigen Streams. So sieht die Fee aus in dem Programm vom Nomad Sculpt, wo ich die gestaltet habe. Da hatte sie noch keinen Mund. Mein Mann meinte dann, er möchte gerne einen Mund dazu haben. Dann habe ich einen Mund gemacht. Das war keine gute Idee, weil der nicht gut gedruckt hat. Das verbessere ich noch. Ne? Wie gesagt, ist eine Lernkurve. Und so sah die Vorlage aus. Die kann ich dann bunt machen, aber drucken tut es halt dann so, wie man dem Drucker sagt. Der hätte das auch bunt drucken können, aber ich habe ja nur einen Einfarbdrucker. Deshalb wollte ich keine mehrfarbigen Drucker bei meiner Tochter mitnehmen. Genau, und das kann ich jetzt nicht drehen, leider. In dem Programm kann ich es drehen, aber das ist ja nur ein Foto. So eine Art Screenshot. Genau. So, was kann ich euch noch zeigen? Ich kann euch vieles zeigen. Oh, da ist ein Video. Habe ich ein Video von? Ah, guck mal hier, da ist ein Video. Da kann ich euch ein Video zeigen. Da habe ich sie dann gedreht. Nomad Sculpt. Da habe ich sie mit zurecht gedreht, weil ich möchte sie noch auf Social Media zeigen. So, und da, so sieht das dann aus, wenn man die Figuren... Hallo? Warum hängt das jetzt? Weil das Programm, weil das Video nicht lädt. Ach, mein Sohn ist, glaube ich, wieder da. Mal einen Moment, ihr Lieben. Alles gut? Sehr schön, sehr schön. Ich komme gleich. So in 10 Minuten, halbe Stunde. So sieht man dann, so sieht das aus. Ich kann in dem Programm einen Hintergrund reinmachen. Den habe ich mir von Pixabay geholt, der einer kostenlosen Seite. Damit ich da meine Figuren so ein bisschen stagen kann. Ne? Das ist so ein Drehteller, ein virtueller Drehteller. Und dann kann man sich seine Figuren aus allen Richtungen angucken. Und das ist die Vorlage, die meine Tochter mir dann ausgedruckt hat. Genau. So. Next Stop. Was möchte ich euch noch zeigen? Das sind so verschiedene Sachen, die ich euch zeigen wollte. Hier zum Beispiel eine Idee, was man mit dem Poop machen kann, der dann da rauskommt. Kann man kleine Baseballspiele, auch das ist gedruckt, weil diese Drucker-Community ist crazy. Die sind, also wenn die Stempler schon verrückt sind und die Laper sind verrückt, die Drucker-Community ist komplett crazy. Na, hier seht ihr mal ein Bild, wie das bei meiner Tochter gedruckt hat. Das ist ein Bamboo Lab, ist in der Drucker-Community ganz bekannt, ist einer der größten und bekanntesten Firmen überhaupt. Was kann ich euch noch zeigen? Das kommt alles noch. Und am teuersten, ja. Ich glaube, ich habe noch eine Firma, diese tschechische Firma. Die sind auch krass teuer. Aber die sind auch sehr, sehr gut. So, und das sind die Fotos von den Kürbissen. Die habe ich schon veröffentlicht. Irgendwas wollte ich euch noch gezeigt haben. Da ist noch mehr Poop. Das ist das. Das...
Da sind die Farben von Warhammer. Wir haben ja Gott sei Dank, wir haben ja 20 Minuten von hier, haben wir einen Warhammer-Laden, wo ich Farben kaufen kann. Und ich würde auch mal so einen Anmalkurs damit machen. Ja, ich glaube, das war. Hier habe ich einen kleinen Donut für meine Tochter designt. Nur, den hat sie mal zum Testen ausgedruckt. Aber dieser ganze Pup, den ich hier habe und noch mehr, das war noch viel, viel mehr, der war von diesem einen Donut. Weil der so viele Ebenen gedruckt hat, da hat sie es auf fein eingestellt mit 0,3 mm. Ganz ehrlich, hol dir nicht die Farben von Citadel, die sind Mist. Echt? Soll ich das nicht machen? Ja gut, aber ich könnte in dem Warhammer-Laden das Anmalen lernen, mir Tipps holen. Ne? Also gibt es Kurse. Kostet ein paar Euro, aber die denken ja, dass man dann da das Zeug einkauft. Ne? So, das war dieser winzig kleine Donut als Ohrring-Test. Ja, und dann kam aber so viel Pup dabei raus, noch wie gesagt, irgendwie 10-mal so viel, dass sie gesagt hat, nee, also das bringt sich klar, wenn du von den Donuts 100 druckst auf der Platte. Ist es der gleiche Pup, die gleiche Menge Pup. Aber wir haben es dann anders gemacht, wie bei dem Lebkuchenmann, dass ich eine Ebene gemacht habe, dass nicht so viel Farbwechsel sind. Ne? Da ist nur ein Farbwechsel. Und bei dem Donut, da waren irgendwie 20 Farbwechsel oder was weiß ich. Also das war total krass. Dann haben wir auch eine andere Version gemacht, die zeige ich euch hier flach, dass der flach liegt. Aber meine Tochter wollte, dass der Zuckerguss ums Eck fließt. Und das verursacht genauso viel Pup. Ne, wenn ich jetzt nur eine Schicht oben drauf gemacht hätte, wäre das wie bei dem Lebkuchenmann ein Farbwechsel und Ende Gelände. Ne, aber ihr seht hier, wir haben ganz viel ausprobiert und alles eine Lernkurve. Ne. Dann habe ich hier meine Dose von Wow ausgemessen und habe da möchte ich eine Einlage reinhaben, dass die Dosen nicht so wackeln, wenn man die aufmacht. Und das ist auch eine Lernkurve. Wie drucke ich etwas, was in etwas reinpassen soll, was es schon gibt? Das ist ho ganz großes Kino. Ist nicht so einfach. Außerdem wäre ein anderes Programm als das NomadScribe dafür besser geeignet. Da muss ich noch drüber nachdenken, ob ich mir ein zweites Programm hole. Ich habe ein Tutorial-Video mir angeguckt von jemand, der hatte eine ganz bestimmte Idee, die er auch umgesetzt hat. Und der hat erzählt, dass das nur geht, indem man mit einem Programm das gestaltet, mit einem zweiten Programm das gestaltet, mit einem dritten Programm was anderes macht an der Vorlage. Und er hat insgesamt vier Programme gebraucht, um das Ergebnis zu haben, was er haben wollte beim 3D-Druck. Aber dann hat er es auch gehabt. Ne? Dann hat er so einen Modellbau gemacht, wo er Figuren, die man zusammensetzen kann, in diesen Karten, die man so rausklippt. Das wollt ihr alles gar nicht wissen. Das wollt ihr alles gar nicht wissen. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Das ist soweit meine Fotos, die mache ich dann mal weg. Dann habe ich noch etwas für euch, was ich euch zeigen wollte. Moment, das muss ich mal alles hier reinholen. Oder auch nicht. Hallo? Da rein bitte. Und dann das noch. Dauert ein bisschen, weil ich habe Seiten auf zwei Bildschirmen gerade gehabt. Dann. Nur als Beispiel, sind die kleinen Ösen denn stabil genug für Ohrringe? Das hängt davon ab, wie dick man die macht. Ich habe die ersten, die ich gemacht hatte, an der Tasse, an dieser Chibi-Tasse, die waren zu dünn. Dann die Ösen an dem Lebkuchenmann, die sind dick genug. Die sind sehr dick und sehr stabil. Ja, das muss man ausprobieren. Da muss man einfach rumprobieren, ne? Wie dick man das in dem Programm machen muss. Das sieht immer aus wie eine riesige Wurst, viel zu dick. Dann druckt man das in groß, viel zu dick, dann druckt man es in klein, viel zu dünn. Also da muss man nur rumprobieren. Oder ist es nicht besser, solche Einschraubösen zu holen? Nee, das sieht da hässlich aus. Das würde ich nur im Notfall machen. Hier auch dieser Kürbis, den ich habe. Da ist ja auch oben dieser Stiel vom Kürbis als Öse gemacht und der ist sehr stabil. So, dann wollte ich euch zeigen, sowas hier zum Beispiel ist ein Beispiel für ganz viele. Das ist eine Tic-Tac-Kanone. Da tust du oben Tic-Tac rein und dann kannst du hier mit einer Feder und einem Auslöser-Dingsda-Bumsda kannst du Tic-Tacs abschießen. Genau, Steffi. Ah, okay, genau. Und das ist ein Beispiel und das ist Thingiverse. Und wenn ihr auf also Thing für das Ding, ein I und dann Verse von Universe, Thingiverse gehst, da wirst du verrückt, was es da alles gibt. Und dann gibt es noch andere 3D-Seiten, 3D-Cult und wie sie alle heißen, ja, wo man 3D-Vorlagen, und das ist zum Beispiel kostenlos, die könnte ich mir ausdrucken, will ich nicht, da gibt es andere Sachen. Den Pup kann man an eine, so, und die Recyclingfabrik,
da gehen wir gleich zusammen hin. Ich möchte nämlich Filament kaufen von der Recyclingfabrik. Die Recyclingfabrik ist ein gutes. Woher wisst ihr das alles? Den Pup könnte man an diese Recyclingfabrik. Die machen daraus neues Filament für das, was du einschickst, bekommst Rabattpunkt für den Shop. Woher wisst ihr das alles? Das hast du von deinem Photoshop-Typ gesehen, ja? Weil genau das will ich machen. Ich habe auch schon. Ich bin auf dem Discord der Recyclingfabrik. Ja, und das alles innerhalb von 2,5 Wochen. Also das war. Ich laufe auf 180 Grad im Moment. Ich bin auf der Überholspur und ich überhole mich selbst. Ja, ich habe das mit der Recyclingfabrik gesehen. Ich habe nämlich geguckt auf Reddit, was kann man mit Pup machen? Und dann haben mehrere gesagt, auch Amis, die sagten, in Deutschland gibt es so eine Firma. Es gibt auch andere Recyclingfirmen, die gebrauchtes Filament wieder aufbereiten, aber die Recyclingfabrik ist hier in Deutschland, in Braunschweig sitzen die. Und ich habe dann gesehen, die haben einen Discord, bin auf den Discord, da sind fast nur Kerle, die irgendwelchen Technikkram, sowas wie das hier ausdrucken. Da ist noch niemand dabei, der niedlich Kram ausdruckt, aber das werden sie noch erleben. Na, jetzt komme ich, genau. Und einer hat irgendwelche Actionfiguren mit drallbusigen Frauen ausgedruckt. Jede neue schöne Technik wird missbraucht, um irgendwelche pornösen Sachen zu machen. Finde ich sehr traurig. Aber ja, sagte die Frau, die eine Spermaform als Geist gemacht hat. Unfreiwillig. So, aber Steffi, genau das habe ich gesehen. Da gehen wir gleich hin, weil ich möchte mit euch zusammen mir die Filamente angucken von der Recyclingfabrik. So, das ist jetzt so eine lustige Sache. Man kann im Thingiverse natürlich auch viele andere Sachen sehen. Das sind natürlich jetzt alles Bilder. Das hier ist ganz bekannt. Das sieht man überall im Moment, weil Halloween ist. All unsere Drucker, ach, es ist ein Ad. Das wollte ich jetzt nicht sehen. Hallo. Das ist die verbotene Frucht. Das ist ein Apfel mit lauter Totenköpfen. Bei Totenköpfen bin ich raus. Das wisst ihr ja. Ich mache niemals. Wait a second, Spermageist. Ach, den hast du gar nicht gesehen? Echt? Dann warst du noch nicht da. Ah ja, Moment. Gerne. Das war aber. Den habe ich unfreiwillig gemacht. Und schon sucht sie wieder, ne? Den habe ich komplett unfreiwillig gemacht. Ich wollte was machen für meine Tochter, ein Flexi. Ich wollte ein Flexi machen. Moment. Tisch, genau. Das ist, ich wollte ein Flexi machen und das ist das erste Teil, wo ich ein Flexi geübt habe. So ein bewegliches Gelenk. Ja. Und da wollte ich einen Geist machen und der sollte unten dieses Bettlaken haben. Ne? Und irgendwie habe ich das gemacht und ich sehe hier einen Geist. Ich sehe hier einen Geist, ihr Lieben. Ja, die Biegung ist vielleicht nicht stark genug. Das mit den Biegungen übe ich noch. Das ist eine einfache Sache bei Nomad, aber ich krieg's nicht hin. Das muss ich noch üben. Ich hab eine riesige Liste an Sachen, die ich mit Nomad noch lernen muss, aber das kriege ich hin. So, und das ist ein Flexi. Aber jeder sagt immer zu mir, Sachen sieht aus wie ein Sperma, sieht aus wie ein Sperma. So ein Quatsch. Spermageist. Ich kann dir die Datei geben, dann kannst du sie dir ausdrucken. Have fun. Ja. Ja, ich habe die verändert. Ich habe die schon verändert. Ich habe das verbessert. Gut, das war der Spermageist. Ja, guck mal, wenn ihr das Wort hört, ne? Es ist voll getriggert. So seid ihr. Wie seid ihr drauf? Wie seid ihr drauf? So, aber das ist das Thingiverse. Pistolen, also alles. Echt jetzt? Pokémon. Es gibt einen Pokémon-Pack, wo du dir das alles ausdrucken kannst. Hör mal, was die Leute da für Arbeit reinstecken, das ist alles kostenlos hier. Das sind alles kostenlose Modelle. Und was die Leute da für eine Arbeit reinstecken. Guckt euch das mal an. Wisst ihr, dass das Thingiverse und dieses 3D Cult und die anderen alle, das ist wie Pinterest. Das ist das schwarze Loch. Du gehst da rein und kommst vor 3 Stunden nicht mehr raus. Das ist wie Pinterest für 3D. Ja? Das heißt, hier ist ein Schlüsseldings und wenn das gedruckt hat und du hast das Ding zusammengesetzt, hängst du hier deinen Schlüssel an und dann kommt hier eine Katze raus. Ich habe auch schon eins gesehen, wo dann die Scheinwerfer von dem Auto rausklappen. Und ey, Alter, das ist wie Etsy, ja. Ich muss dich enttäuschen, aber es ist wie Etsy. Das hier, nee, das meiste ist aber kostenlos. Ja, und dann gibt es noch eins, das Maker irgendwas. Da kann man dann Credits erwirtschaften, indem man Sachen reinstellt. Oder ist das hier so? Ja, gut. Gut, also irgendwie Geist. Ich habe hier ganz viel Kostenlose schon gesehen. Guck mal hier, eine Hamburger Presse. Ist das geil? Ist das geil? Download? Ach, muss man da erst Credits haben? Ja, kein Problem. Ich kann die Hälfte der Sachen, die ich gemacht habe, schon einstellen. Guck mal, eine Hamburger Presse. Ich meine, die kann man noch kaufen, aber wo kriegst du die? Wenn du sie gerade nirgendwo findest, bäm, machst du dir selber. Easy. Easy. Ja, man kann auch Stempel drucken, aber das möchte ich nicht. Das ist nicht die Qualität, die ich von dem Stempel haben möchte.
Noch nicht. Wer weiß, ob das noch kommt. Gut. Dann wollte ich euch, ich gehe mal weg vom Thingiverse, sonst kommen wir da nicht mehr raus. Das hier, Ultimaker Cura, das ist ein Programm zum Slicen. Das muss ich mir merken irgendwo. Warte mal, ich muss einen neuen Ordner machen. C, ich muss einen neuen Ordner machen in meinem Lesebuch, Lesezeichen Tralala für 3D. 3D, Enter, ist ein neuer Ordner. Und da muss ich das hier gerade mal speichern. Damit ich das nicht verliere. Das hat meine Tochter mir empfohlen. Das ist ein Slicer-Programm, ein kostenloses Open Source, mit dem ich dann die 3D-Modelle, die ich erstellt habe, für den Drucker vorbereiten kann. Und das ist für mich komplett neu. Ich habe noch nicht eine Sekunde ein Slicer-Programm. Huch! Allow. Mello hat was Schweinisches geschrieben. Es gibt auf Etsy einen Shop, der Cookie Cutter mit BDSM verfolgt. Ja, Cookie Cutter. Kannst du auch selber drucken, ne? Also, Keksförmchen. Wie heißt das? Keksstanzen. Nein, oh, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Keksförmchen, ja. Gibt es, kann man sich selber drucken. Das Spermium geistert im Bärbesbastelzimmer rum. Ja, den könnte ich hinten an die Wand kleben, damit den jeder immer sieht, ne? Genau. Cookie Cutter, wenn es denn die Bastelmaterialien befroren und vermehren würde, damit man nie wieder was nachkaufen muss. Warum nicht? Ausstecher, danke. Danke, Keksausstecher. Vielen Dank. Da gibt es ganz viele. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, wenn ich irgendein Motiv habe, jetzt der Pinguin. Ich möchte keine Pinguine mehr sehen, bitte. Ja. Aber wenn ich jetzt diesen Pinguin machen würde, könnte ich einen Cookie mit meinem Motiv machen. Wenn ich jetzt so ein Signature-Animal hätte, könnte ich einen Cookie-Cutter machen damit, ja. Könntet ihr dann das Signature-Animal aus Cookie-Cutten? Ja, so ist das. Genau. Das war Thingiverse. Dann gibt es noch ganz viele andere Plattformen, ne, die sowas anbieten. Jetzt möchten wir aber zur Recyclingfabrik. Ich finde Recyclingfabrik, da ist sie schon. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ich möchte da bestellen. Akzeptieren, Privatsphäre, unser Service Privatversion. Jetzt gehen wir da mal rein. Face and Screen. Ich habe die jetzt nicht gefragt, ob ich die streamen darf, aber ich denke mal, das ist okay. Ich kann denen ja hinterher den Link schicken zu der Aufzeichnung mit einem Timestamp auf den Discord und fragen, darf ich das? Und wenn sie sagen nein, dann schneide ich es raus. Kein Problem, kann ich machen. Kein Thema. Aber ich möchte das ja zeigen. Und zwar, auf die Recyclingfabrik bin ich auch gekommen, als ich diesen ganzen Pup hier gesehen habe bei meiner Tochter. Die hat sehr viel davon. Oder die Stützen ist dann Müll oder Fehldrucke. Es gibt auch Fehldrucke. Da ist dann eine Reihe mal nicht ordentlich gedruckt und dann ist das ganze Teil Schrott. Meine Tochter will die verkaufen und sie hat unfassbar viele Fehldrucke in ihrer Kiste schon liegen, weil sie mega pingelig ist. Wenn ein kleiner Schnibbel ist, ist das schon ein Fehldruck. Und dann ist ein Druck von Stunden, landet bei ihr in der Tonne. Ja, nicht weggeschmissen, sondern sie sammelt die auch für spätere Verwendung, aber vielleicht auch B-Ware. Das sind wirklich manchmal nur winzig kleine Details. Sie ist wahnsinnig pingelig und will nur hundertprozentig Top-Ware verkaufen und hat dadurch halt sehr viel Müll. Und das kann man zu der Recyclingfabrik schicken und die machen neues Filament daraus. Und auf einem Riesenscale. Ja, also ich denke mal, meine Tochter sagte, vielleicht recyceln die auch Industrieabfälle mit PLA, mit diesem Filament. Das kann sein. Auf jeden Fall machen die da was Neues draus, haben auch neuere etc., auch Mischungen und ey, frag nicht, die haben ganz viel. So, und die haben hier Filament. Ich möchte das jetzt nicht live und in Farbe bestellen, dann müsste ich ja meine Adresse und meine Bankdaten und so eingeben. Ich habe auch eben gesehen, die haben auch einen Rabattcode, wenn man den Newsletter bestellt. Das mache ich alles offline. Aber blutige Orangen. Was mir gleich aufgefallen ist bei dieser Firma, die haben total krasse Namen für ihre Filamente. Zum Beispiel nasser Elefant, schlaue Maus. Also ganz schräge Namen. Die müssen irgendwie auf Droge sein, wenn die sich die Namen ausdenken. Aber man kann, ja, die bieten auch Prototyp-Recycling. Okay, genau. Also alles, was du hast, was übrig ist, kannst du denen schicken. Die haben da einen Groot gehabt, der ist in die Tonne gelandet, weil der ein Finger fehlte. Da ist ein Finger abgebrochen von jemandem. Und das hat den jemand geschickt. Und hier seht ihr, wie die Filamente dann neu aufbereitet werden. Auch diese Rollen sind gedruckt, ne?
100% recycelt Premium-Filament. Ich weiß nicht, wie die Farben trennen. Es ist mir ein Rätsel, aber ist nicht mein Problem. Man, sie können es ja. Why not? Das wird bestimmt die schlaue Maus, keine Ahnung, irgendein Grauton ist die schlaue Maus, nasser Elefant. Dann gab es noch irgendwas, auch eklige Namen. Ich liebe es. Ich liebe es. Die sind so lustig. Und verschicken dann das neu gemachte Filament, recyceltes Filament. Und ich werde auf jeden Fall, wenn ich irgendeinen Müll habe, den hebe ich auf und schicke das denen. Man kann, wie eben Steffi schon sagte, man kann damit Punkte erwerben. Also du kriegst kein Geld dafür. Wenn du den Filament schickst, kriegst du Punkte. Die kannst du im Shop einlösen. Du kannst jetzt nicht, wenn du denen ein Kilo Filament schickst, ein Kilo dafür bekommen. Du musst ja auch deren Arbeit bezahlen, ne? Die Maschinen, die die haben, etc. Aber wenn du denen ein Kilo Filament schickst, hast du erstens keinen Müll. Der Müll landet nicht irgendwo anders. Es ist angeblich kompostierbar, das werde ich noch testen. Ich werde mir so Scheiben drucken, wo drauf steht mit dem Datum. Und dann hole ich die nächstes Jahr, wenn ich den Kompost umsetze, ja, und durchsiebe und fürs Beet nehme, kann ich ja sehen, ob diese Scheibe weg ist oder ob sie noch da ist. Und dann mache ich Scheiben in verschiedenen, ne? You got the picture, also ihr könnt euch vorstellen, was ich brauche. Ich glaube nicht, dass sie die Farben groß trennen. Also sie hatten gerade schon getrennte, man kann auch getrennte Farben schicken. Wenn man alle Farben mischt, kommt eine ziemlich neutrale Farbe raus. Ja, das kann sein, aber eher so ein Braungrau, ne? Oder? Auf jeden Fall rot kriegen sie nicht aus der Mischung. Ich weiß nicht, wie die das machen, egal. Werde ich noch rauskriegen. Ich werde die noch anschreiben und fragen, ich will das wissen. Ihr kennt mich, ne? Ich will alles wissen und ihr ja auch. Ihr wollt es ja auch wissen, glaube ich. Premium-Filament, so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe deren Räume gesehen, die haben irgendwo hier über uns, haben die diese Räume gezeigt, die haben eine riesige Halle. Das heißt, dieser 3D-Druck war für mich eher so ein Nischending für Freaks, ja. Aber ich sehe, das ist weltweit ein Riesending, ja, und es wird noch wachsen. Jetzt sind die Drucker in einer Preisrange, wo ein Privatmensch sich das leisten kann, ja. Und ich habe auch immer gedacht, Laser sind so ab 3.500 Euro, der Mr. Beam, von dem ich immer geredet habe. Jetzt sagte meine Tochter mir, wieso sagst du, dass ein Laser so teuer ist? 250 Euro kriegst du einen kleinen Billiglaser. Das wäre dann so das, was ich mir anschaffen möchte, nachdem ich alles fürs 3D-Drucken habe. Aber da ist noch ganz, ganz viel Anschaffungsbedarf, leider, was ich auch nicht alles sofort mir anschaffen kann. Vorsicht mit China-Lasern. Ja, genau. Ja, dass hinterher die Hütte brennt, ne? Ja, wenn man Platz hat, ja. Den kannst du ja nochmal den Spermageist mitschicken. Ja, aber der ist angemalt, ne? Der ist angemalt. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber, ja, ich, ne? Aber die kriegen auf jeden Fall meinen Müll. Ich werde den aufheben. Also, wie gesagt, du hast nicht den Müll. Es landet nicht auf der Halde. Es muss nicht verbrannt werden. Die machen was draus und ich spare Geld, ne? Ja, so, und jetzt wollte ich nämlich mit euch gucken, was es alles gibt. Also die haben PLA, PETG, das hat verschiedene Eigenschaften, das Filament. PLA ist, glaube ich, das, was meine Tochter hat. Da gehen wir mal rein und gucken uns das an. Gute Nacht, Schwarz. War klar, ne? Flauschiges Schaf. Ich lache mich kaputt. Miller Sanddorn. Oh, das ist ja noch harmlos, ne? Orange. Fallendes Laub. Auch wie brav. Beruhigender Lavendel. Einmal allein dafür möchte ich den schon kaufen. Wilder Prototyp. Huch, warum ist der schwarz, wenn ich drüber gehe? Das ist merkwürdig. Hier ist es immer gleich. Keine Ahnung, vielleicht ist es irgendein Zufallsprodukt. Nasser Elefant ist grau, ne? Tiefer Ozean, süße Kirsche, dunkler Efeu, gammelige Avocado. Wer kauft denn gammelige Avocado? Oh, ich liebe euch dafür. Recycling Fabrik, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, heiß und inniglich. Es sind auch ganz junge Leute, die da arbeiten. Ey, das ist die Zukunft, Leute, das ist die Zukunft. Gammelige Avocado. Die darf man hier eigentlich gar nicht in Betrieb nehmen. Also, das ist ein guter Hinweis. Also, ich hatte die dann auf irgendeiner Seite, hatte meine Tochter die gesehen. Das stimmt. Also, wenn, vielleicht von einem Deutschen, gucken wir mal. Also, der Laser ist irgendwo in 2 Jahren, ja. Weil dann kann man nämlich auch Filamentreste selber zu Dingen machen, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Gammelige Avocado, da ist die kluge Maus, cremiger Kaffee, zarter Pfirsich, flüssiger Asphalt, aha, flaches Gewässer, seichte Brise, gepresste Limette, okay, frische Wiese, naja, flottes Veilchen, kühlende Zitrone, schimmernde Tanne, sanfte Blüte, das ist Seite 1 von 3? Um Gottes Willen. Echt jetzt? Schimmerndes Schwert.
Schimmernde Kerze. Aha, zwei Schimmer. Ah, das ist dann wahrscheinlich so ein Perlmutt-Filament. Schimmernde Nacht, schimmernde Statue. Oh, Alter, diese Schimmernden sind so geil. Ne? Ich möchte aber ein mattes haben als erstes. Ich brauche ein Basic, mit dem ich alles drucken kann, was ich testen will. Ja, da könnte ich auch so ein Angebot nehmen. Ne? Schimmernde Krone, das ist dann so ein Goldton. Spezielle Rainbow, ach, die haben auch Verlaufsfarben, okay. Schimmernde Perle, schimmernde Pflaume, springender Lachs. Back to School Bundle, Schimmerbundle, Medaillenbundle, Wildblumenbundle, das triggert mich jetzt doch sehr. Früchtepaar, ja, Kirsche und Grün und so weiter und so fort. Das sind aber die gleichen Farben und auf Seite 3 ist das Gleiche. Milchiges Glas. Oh, das ist dann transparent. Wie geil. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann da so ein günstiges mir hole. Mystery Box. Da ist dann wahrscheinlich drin, was bei denen übrig ist. Kann ich mir vorstellen. Also ich hätte gerne ein mattes in so einem Cremeton hier. Cremiger Kaffee. Oder die kluge Maus. Ich will ja die meisten Sachen dann hinterher anmalen, ne, habe ich gesagt. Also so zweckmäßige Sachen wie Schachteln und sowas alles bleiben, wie sie sind. Und Figuren werden auf jeden Fall angemalt, weil ich halt nur einfarbig drucken kann. Ich kann Farbwechsel machen, aber dann muss ich mit der Hand jedes Mal ein anderes Filament reingeben und das, ne? Ja. Für so ein Lebkuchending wäre das okay, aber nicht für Figuren. Seichte Brise ist auch sehr schön. Also da muss ich gleich mal in Ruhe gucken, welches die im Angebot haben. Wenn du die Teile eher malen möchtest, dann würde ich irgendein helles Beige oder so nehmen. Ja, diese vom Warhammer sind immer so grau, ne? Hat das einen Grund? Ja, das ist dieses Resin, ne? Das Resin wird immer so grau. Das kann sein, dass das der Grund ist. Dann eine schöne Farbe, genau. Ein helles Beige. Da habe ich auch dran gedacht. Cremiger Kaffee. Cremiger Kaffee wäre, glaube ich, was für mich, ne? So eine neutrale Farbe. Vielleicht auch eine Farbe, die man schon lassen kann. Zum Beispiel bei Teddybären, ne, Figuren, irgendwelche Viecher, flauschige Viecher. Könnte ich so lassen, ne, und den Rest anmalen, sodass man... Da kam was mit der Post, aber ich habe nichts bestellt. Oder? Hoffentlich nicht. Hoffentlich war es nicht für mich. Weil ich habe warte mal, ich kann ja mal. Meine Türklingel war aus. Die braucht Strom. Ich hoffe, es war nicht für mich. Oh Gott. Wir hören mit. Ja, ich kann eh nicht hören, was geredet. Ich habe nur gesehen, dass gerade eine Lieferung ankam. Und dann will ich hoffen, dass sie nicht für mich ist, weil die Nachbarn, wenn die runterkommen müssen, und dann ist es für mich, ist das natürlich doof. Und das wäre dann meine Schuld, weil ich meine Klingel nicht angemacht habe. So, also ich denke mal cremiger Kaffee, vielleicht gönne ich mir auch zwei. Also ich kann nicht viel Geld ausgeben. Das ist auch nicht schlecht, wilder Prototyp. Obwohl, ist der jetzt grau oder rosa? Guck mal, der ist nur 16 Euro. Da gucke ich dann gleich nochmal in Ruhe, ne? Gucke ich mir das an. Mit diesem Rabatt, den muss ich jetzt noch irgendwo finden. Ich habe eben, als ich die Seite aufgemacht habe, aber das ist halt die Recyclingfabrik. Ne? Und über uns, das Team, guck, ach komm, wir gucken uns ja mal die jungen Leute hier an. Ach, die sind so sympathisch. Guck mal hier, er mit seiner wilden Frisur, der ist mir direkt aufgefallen. Und aus einer spontanen Idee entstanden. Ja, ey, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Super geil. Den könnte man gut als Actionfigur machen, weil der diese krasse Frisur hat und auch ein ziemlich markantes Gesicht. Da könnte ich mir vorstellen, da könnte ich eine Figur draus machen. Ich kann ihn mal fragen, ob er Bock drauf hat. Wenn ich mich mit Nomad besser auskenne, könnte man eine Figur draus machen. Head of Sales. Und da sind auch Mädels dabei. Das freut mich sehr. Die 3D-Branche ist so ein bisschen dieses niedliche Zeug, machen die Mädels. Habe ich schon so gesehen. Kann man ganz grob sagen, ohne jetzt Vorurteile zu haben. Und diese technischen Sachen fast nur Jungs. Ne? Natürlich gibt es da auch wieder Ausnahmen von der Regel, aber und das finde ich dann immer so, das ist wieder diese Welt in zwei Hälften geteilt. Ne? Aber egal. Hauptsache, wir arbeiten an der gleichen Sache. Ne? Ach ja, ist das wunderschön. Das ist die Recyclingfabrik. Hallo Birdie Mama. Das ist Hannah. Das ist Hannah, jetzt weiß ich es. Ja, ich mache mir ja eine Liste hier, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Hör mal, meine Liebe, ich bin auch jetzt fertig, weil ich muss mich um... Ah, nee, Quatsch, oh Gott.
Ich muss mal eben meinem Sohn schreiben. Wo ist mein Gesicht? Genau da. Ich muss mal kurz meinem Sohn schreiben. Ja, nee, nee, nee. Moment, Moment. Ich habe noch was. Meinem Sohn schreiben, was gelaufen ist. Weil ich muss noch mit ihm reden. Wir haben Sachen zu besprechen, weil ich ja 2,5 Wochen nicht hier war. Und deshalb haben wir ganz, ganz viel zu erledigen heute noch. Aber ich wollte unbedingt streamen. Ne? Ich streame auch morgen früh wieder, meine Lieben. Ja, ich möchte morgen früh wieder streamen und dann geht es weiter mit dem 3D-Druck. Und ich verspreche euch, wir werden wieder zum Stempeln kommen. Das wird alles miteinander verbunden. So, und hier ist nämlich ein Päckchen angekommen, als ich nicht da war. Und ich vermute mal, das ist. Wann gehst du ins Bett? Achso, das Jüngste. Ja, aber ich wollte mich beeilen, damit ich mit dir reden kann. Mach ruhig. Ja, ich beeile mich, ich beeile mich. Wir machen dieses Päckchen auf, ganz flott, und gucken mal, ob das drin ist, was ich vermute. Weil der Harm und ich, genau, oh Gott, das ist sehr öko, mit Papier gefüllt. Oh Gott, das hätte ich anders aufmachen sollen, ich weiß. Jetzt habe ich das kaputt gemacht und habe hier überall, na super, überall die Papierflocken. Alter Falter, was ist da drin? Ich habe keine Ahnung. Hä? Hey, oder habe ich das bestellt? Habe ich was bestellt und weiß es nur nicht mehr? Ich dachte, es wäre jetzt Pulver. Ich mach's mal. Ach, ihr seht das gar nicht, ne? Ihr seht das nur hier im Kleinen. Also ihr habt gesehen, dass ich es geöffnet habe. Hä? Hey, habe ich was in England bestellt? Das kam aus England. Und die einzige Firma in England, die ich kenne, ist Wow. Hä? Ich weiß, was das ist. I know it. Ich weiß, was das ist. Das müssten wir ja eigentlich auf YouTube streamen. Das ist nämlich, Moment, das ist ein YouTube-Teil. High five. Das muss ich erklären. Das kommt aus, hä? Aus England? Sehr merkwürdig. Das ist von YouTube High Five. Das haben die an Creator verschenkt. Und ich habe leider. Huch, die Tür, die Tür. Mal kurze Pause. Ich mach mal kurze Pause. Ich komme sofort wieder. Jetzt muss ich mich doch tatsächlich hier aus meiner Decke rausschälen. Es war für die Nachbarn. Genau, es war für die Nachbarn. Okay, alles gut. So, das wird an Creator verschenkt. Ich habe leider die super geile Lampe verpasst, die YouTube verschenkt hat an die Creator. Aber die werde ich mir selber drucken. Nimm das, YouTube. Nimm das. Du hast mir die Lampe nicht geschenkt. Die war schon vergriffen, als ich sie bestellt habe. Aber das wird geschenkt. Viel Spaß beim Zusammenbauen deines YouTube Brick Kits. Lass uns wissen, wie lange du brauchst. Das werden wir streamen. Aber, ihr Lieben, wir werden das auf YouTube streamen. Ja, ich kann ja nicht auf Twitch was mit YouTube streamen. Ne? Geht gar nicht. Weil ich ein YouTuber bin, seht ihr auch an meinem Profilbild hier auf Twitch, werde ich das auf YouTube streamen. Hör mal, wie ist das? Es sind doch die meisten, die hier schauen, sind auch auf YouTube. Ich weiß Melo nicht. Steffi ist da, Scotch ist da, Birdie Mama ist da. Dann bitte, bitte nicht böse sein, aber dann werden wir das morgen, werden wir das hier zusammenbauen zusammen. Das ist nämlich so ein Teil hier, das ist aus Lego-Teilen, wird das dann. Ey, ich freue mich so, ne? Ich werde den Stream dann auch morgen ankündigen. Da werden wir auf dem Kunstkanal, werden wir das hier zusammenbauen, meine Lieben. Und das genießen. Morgen früh. Sagen wir mal morgen früh so ab 9 Uhr auf YouTube, at Bärbelborn werdet ihr sehen. Werden wir das hier streamen und auf Twitch dann am Mittwoch, Donnerstag. Ich überlege noch, ne, wie wir das hinkriegen. Ich muss das erstmal alles hier sortieren und dann sehen wir uns hoffentlich auf YouTube. Und Melo, super, super, entschuldige, das tut mir dann leid, aber ne,
man kann kein YouTube-Goodie auf Twitch zusammenbauen. Also kann man schon, aber habe ich gar keinen Bock. Also ich habe Bock, das auf YouTube zu machen. So, und dann danke ich euch für heute. Ich habe gedacht, das wäre jetzt aus England irgendwie Embossing-Pulver. Aber ich habe ja noch ganz viel Embossing-Pulver. Und dann arbeite ich auch an dieser Dose, die ich euch eben gezeigt habe, die zu verbessern, etc. pp. Das machen wir dann alles. Und wir haben Themen, das heißt, früh aufstehen und vor dem Stream das Fake entlüften. Ja, kein Stress. Macht euch bitte, bitte keinen Stress. Ne? Ich danke euch ganz herzlich. Erstmal und dann bis morgen. Und ich freue mich schon. Ne? Vielen, vielen, vielen Dank. Tschüssi.